Moin, moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Ja, Kamerabild sieht heute nicht so dolle aus. Gab ein komisches Update von Nvidia, deswegen muss ich das nochmal ein bisschen nachstellen. Ist aber nicht so schlimm, gleich bin ich ja eh weg. Aber ich heiße euch herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Heute sind wir über Hove Sim Racing unterwegs, wie ja alle zwei Wochen donnerstags. Heute sind wir in der Mitte der Season unterwegs. Zwar hier beim 6. von 9. Rennen und ihr seht es im Hintergrund, habt es vielleicht schon erkannt. Wir sind hier auf Brands Hatch unterwegs, dürfte sehr, sehr interessant werden. Aber erstmal moin an Patrick, viel Glück heute. Pelle, moin moin, danke für dein Follow vorhin. Und Snevas auch danke für dein Follow, auch dir einen schönen guten Abend. Und wir gehen direkt auf die Strecke. Und ja, schau mal, wer heute unterwegs ist. Sind heute einige, muss man sagen. Das wird ein sehr, sehr interessantes Rennen heute. Ich guck mal nach. Wir haben gerade 43 Piloten auf der Strecke und das Ganze hier, ja, wie gesagt, im Brands Hatch. Eine Strecke, die jetzt nicht die breiteste ist auf jeden Fall. Also dürfte ordentlich was in Action geben. Die eine Stunde, die wir nachher vor uns haben, wird alles andere als langweilig, bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber erstmal haben wir das Qualifying vor uns hier. Die ersten paar Minütchen sind schon vorbei und wir sehen auch schon hier einige Zeiten. Links seht ihr die ersten 30 immer nur. Aber 1.23.4, der Dennis Preko, der Führende der Gesamtwertung, der sich in den letzten 5 Rennen auch 4 Siege holen konnte. Steffen Mons haben wir auf der 2, das ist nämlich sein Teamkollege, der ja der andere ist, der sich noch einen Sieg holen konnte bisher. Alle anderen ja maximal auf dem Podium gekommen. Aber die haben es da vorne, oder zumindest den Dennis Precourt da vorne, alles im Griff in der Gesamtwertung, die wir uns nachher natürlich nochmal anschauen werden, wenn wir in der Startausstellung sind. Ja, von wie viel haben wir letzte Zeit schon von fast allen? Ich muss sehr weit runter scrollen. Guck mal hier, bis Platz 34 müssten wir eine Zeit haben. Da haben wir noch den Remo Kipfer. 6 Sekunden, aber wir sehen hier im Delta 4 Sekunden hat auf jeden Fall nochmal dabei. Wird noch keine ja, ernstzunehmende Zeit gewesen sein eben. Aber jetzt hier auf die 19 gegangen. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir Zeit haben, uns alle Autos anzugucken. Wir probieren es trotzdem mal. Wir gehen wie immer hier der Nummer nach, damit wir hier niemanden vergessen. 43 Piloten haben wir hier auf der Strecke. Der mit der niedrigsten Nummer heute ist nämlich der Pierre Brückner. Mit der Nummer 4, der fährt Aston Martin für RM Motorsport. Gerade durch die letzte Kurve. Schauen wir mal eine Sekunde im Delta. Da wird es auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück nach vorne gehen. Na, nicht ganz Top 10, Top 15, sowas die Richtung. Genau dazwischen, nämlich auf die 13, 1,5 Sekunden. Ja, bei so vielen Autos, da werden wir natürlich relativ enge Abstände haben, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Peter Buchholz haben wir dann mit der Nummer 5 im Porsche. Biegt gerade hier in die Box ab, die wir heute auch jeweils einmal besuchen werden. Also die Fahrer vielmehr. Hier sehen wir, ja, eine ganz, gar nicht so einfache Einfahrt, muss man sagen. Buchholz, wie gesagt, reingefahren, hat aber noch keine Zeit gesetzt. Hoffen wir mal, dass da noch was kommt. Dann gehen wir mal zum BMW von Jürgen Hofmann für Team Oggi Oberfranken, Coburg unterwegs. Ja, hier der Deutsche auch gerade auf keiner gültigen Runde, wie wir sehen. Ist momentan der Letzte mit einer gezeiteten Runde. Macht hier ordentlich Platz auf jeden Fall. Fährt auch gerade in die Box rein. Und ja, holt sich vielleicht nochmal frische Schlappen. Wir gehen ja hier auf die Halbzeit des Qualifyings zu, während Dennis Preko vorne schon wieder eine Bestzeit gesetzt hat. Aber gucken wir gleich mal nach. Daniel Arning, haben wir hier im BMW für Wodo Mo Racing mit der Nummer 13. Der gerade, ja, auf einer gültigen Runde, aber keine Verbesserung, zumindest hier im ersten Sektor nicht. Aber wer weiß, wo er vielleicht noch was hat liegen lassen. Auf geht's, Hansel, genau. Remo Kipfer haben wir gerade eben schon kurz gesehen. Der Schweizer hier auf der 23, 2 Sekunden. Bisschen Verkehr vor sich, bisschen viel. Ja, die Runde wird auf jeden Fall nicht seine beste sein, nehme ich mal an. Ja, wir haben sehr, sehr viele Autos, wie gesagt, auf der Strecke. Wobei ein Drittel der Strecke komplett leer ist. Wenn wir da so in den letzten Sektor reingucken. Oder, ja, letzter ist das genau. Haben wir gerade mal 2, 3 Autos. Also wenn es ein bisschen besser verteilt, dann kriegt man hier vielleicht nochmal eher eine Runde hin. Aber das wird hier die erste Herausforderung heute auf jeden Fall mal sein. Eine ordentliche Qualifying-Zeit hinzulegen. Dann gehen wir mal weiter zu Nick Kleefeld. Den haben wir mit der Nummer 15 im Lamborghini. Freibeuter Racing Team auf der 15 auch gelistet gerade, sehr, sehr passend, aber ich denke, da wird er sich noch verbessern wollen. Die Abstände, wie gesagt, bei so vielen Autos nicht sonderlich groß, auch hier sehen wir es so 1, 2 Zehntel, ja, da ist man dann schon mal in den Top 10. Schon eine sehr, sehr knappe Angelegenheit heute. Dann kommen wir zum Porsche von Klaus Jäkel. Soapbox Racing hat die Nummer 18 noch keine Zeit gesetzt. Weiß nicht, ob er noch eine setzen wird. Hälfte des Qualifyings ist gleich vorbei und er hat ja zumindest noch keine gültige hingelegt. War denn schon draußen? War noch nicht mal draußen, wie es aussieht.
Ja, gucken wir dann mal. Dann kommen wir zur Nummer 21. Das ist Daniel Hofmann. Der ist im Audi unterwegs, also markentechnisch haben wir doch einiges dabei heute. Hier auch gerade durch die letzte Kurve müsste das sein, auf die Stadt Ziel, gerade wenn man sie so nennen möchte. Bisschen gebogen ist sie auch. Schönes Auf und Ab hier auf der Strecke. Er selber gerade auf der 40, aber noch ohne gültige Zeit. Hoffentlich ändert sich das hier gleich nochmal. René Drey haben wir dann im Nissan, da wird sich auch der eine oder andere sicherlich freuen. Der Österreicher CDS Digital Motorsport. Das hat er gesetzt hier. Ja, eine ganz gute Zeit. 0,9 Sekunden hinter der Spitze. Platz 7 reicht dafür immerhin. Haben gerade zwischen 3 und 4 eine etwas größere Lücke. Ja, auch zu Platz 6 fehlen nochmal, naja, ein bisschen mehr als eine Zehntel. Aber diese Runde wird er sich da noch nicht verbessern können. Hat ja noch ein paar Runden Zeit. Die Runden sind ja relativ kurz. Da schafft man nochmal ein, zwei Runden mehr als vielleicht auf anderen Strecken. Dann haben wir Jeff Ewerts, der hier auf der vierten Position unterwegs ist. HyperX Racing Luxemburg mit der 23 im BMW. Auch er jetzt hier auf einer absoluten Bestzeit, wie es aussieht. Dürfte aber sehr, sehr knapp werden. Schauen wir mal, fährt ja auch relativ weit innen an und... Ach nee, das war der davor. Andersen habe ich verguckt. Aber trotzdem Platz 4. Dann haben wir Jerome Eckert mit der 31 auf Platz 19. So viele Autos hier, kann man sich mal vergucken. Intruder Racing Team haben wir hier im Audi wieder. Bisschen hier off-track mit den linken Reifen. 1,5 Sekunden fehlen ihm nach ganz vorne. Diese Runde sehr, sehr ähnlich zu seiner bisher schnellsten Runde. Ja, schauen wir mal, jetzt hier vorletzte Kurve ist das quasi. Dann kommt noch einmal eine Rechtskurve. Aber da sieht es gerade nicht so aus, als dass er sich hier nochmal eklatant verbessern kann. Wir gucken mal heute die Kurve ab oder warten die Kurve ab. Sehen aber, Delta hält sich bei plus minus null. Stefan Monster haben wir dann hier den einzigen Sieger neben Dennis Brekow auf der 2. Wie gesagt, den hat man ja auch schon hier im Bild im McLaren für Baden GT Team. Fredrik Pfaffenroth, Soapbox Racing. Soapbox Racing, glaube ich, fast immer mit Porsche unterwegs. Glaube ich, alles Porsche in dem Team. Auf jeden Fall mit der 35. Ich glaube, Teamkollege war die 18, wenn ich mich richtig erinnere. Der Pfaffenroth, der Friedrich. Der hat ja auch schon eine gültige Zeit gesetzt, ist aber gerade erst aus der Box rausgekommen. 4,4 Sekunden nach ganz vorne. Ja, auch zur nächsten Position, so Richtung Top 30, fehlt auch noch einiges. Drücken wir mal die Daumen, dass er da vielleicht nochmal rankommt. Chris Heyer haben wir dann wieder im McLaren mit der 38 für Jota unterwegs. Für ihn, ja, geht's auf die 16 aktuell. Ja, damit auf jeden Fall Top 50% heute bei dem Riesenfeld. Hat auch 0,1 Sekunde im Delta. Und das könnte ihn nochmal ein, zwei Startreihen nach vorne spülen. Jan Hansel wurde hier schon gerade ganz fleißig angefeuert. Haben wir im BMW International GT Racing Team mit der 41. Hier gerade in der zweiten Kurve sozusagen, wo wir einige Angriffe sehen werden, denke ich mal. Startphase wird auch sehr, sehr interessant werden dort. Aber das wird einige Runden dauern, bis sich das hier halbwegs sortiert hat bei so vielen Autos, nehme ich mal an. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Dann haben wir tatsächlich auch noch einen Bentley, sehr gut zu erkennen. Hier schön neongelb. Falk Moritz ist das nämlich für Kiel Racing. Die 46 hier auf Position 30. Auch er hat gerade ein bisschen Verkehr. Hat ja beim ersten Sektor eigentlich schon ein bisschen wieder was gefunden. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Steigert sich immer mehr hier. Also der könnte wahrscheinlich auch noch deutlich weiter nach vorne gehen. Jetzt hat er ein bisschen Platz, aber trotzdem ein bisschen Zeit verloren, wie es aussieht. Ja, mal sehen. Vielleicht Top 25, Top 20 vielleicht sogar. Schauen wir mal. Moin, Mürte. Jakob Mausinger steht gerade in der Box, ein weiterer Bentley. Zwei Bentleys auf der Strecke, auch nicht so oft zu sehen. Jakob Mausinger ist das nämlich, DOD Racing. 3 Sekunden, Rückstand scheint sich gerade zu bewegen. Vielleicht fährt er ja gleich nochmal raus. Dann kommen wir zu Andersen, den ich vorhin gesehen hatte auf einer absoluten Bestzeit. Hat offenbar nicht so ganz gereicht oder die davor haben schon wieder nachgelegt. Weiß ich nicht genau, 0,2 Sekunden fehlen ihm nach ganz vorne. Steffen Mons vorne, nicht mal eine Zehntel hinter Dennis Brekow, der wiederum seine Zeit nochmal verbessern möchte. Ja, er hier auch im McLaren unterwegs für HyperX Racing Luxemburg. Dann kommen wir zu Danny Anwand, die 52, der hier auch gerade in die Top 10 oder in den Top 10 sich bewegt. Jetzt wieder auf einer gültigen Runde unterwegs ist im BMW für Panther Motorsport. So, hoffentlich reichen die Minuten hier noch. Roman Tabiona haben wir dann für Dillevision, die 56 im Aston Martin. Auch in Aston Martin haben wir heute dabei, ich glaube sogar mehrere. Dahinter ist ja noch einer direkt, hier auf der 14 unterwegs. Und wir sehen hier so die 1-Sekunde-Marke, ja, die könnte vielleicht sich noch Richtung Top 15 verschieben. Aktuell liegt die so bei den Top 10, Top 11. Also wir sehen, die Leistungsdichte ist doch insgesamt sehr, sehr hoch, auch wenn Dennis Brekow vorne auf der 1 grad schon wieder fast eine halbe Sekunde im Delta hat. Mal sehen, ob er die 22er tatsächlich verhält.
So, da haben wir nämlich doch einen Aston Martin. Da haben wir den Rudi Geis Intruder Racing Team mit der 57, Platz 19 aktuell. Da oben sehen wir das jetzt 22.832. Damit hat er ja ordentlich Vorsprung da vorne gerade mal. Ja, aber hatte eh bis jetzt nicht so viel direkte Konkurrenz. Wir sehen es gleich auch nochmal in der Gesamtwertung. Gehen wir mal weiter. Nächster BMW M4, Carsten König, Silverback. Den haben wir hier auf der 34 aktuell. Jetzt auch er wieder auf einer gültigen Runde unterwegs. Ach, der Daniel, siehst du, da ist er. Detlef Kepe haben wir dann hier auf der 15 im Honda SDS Motorsport Sachsen. Mal sehen, er jetzt hier auch auf der Startzielgeraden, aber auch keine Verbesserung im Delta. Mal sehen, 2, 3, 4 Runden hat er noch Zeit. Die 71 steht gerade in der Box. Alex Cruz für Cruz im McLaren im Weißen. 3,4 Sekunden, macht jetzt gerade nicht unbedingt Anstalt, nochmal rauszufahren. Ja, mal sehen. Vielleicht macht er nochmal eine Runde. Matthias Langhorst haben wir dann mit der 72 ebenfalls im Honda. Honda Langhorst, sein Team, der hier jetzt auch Richtung letzte Kurve geht. Der hat zur Abwechslung tatsächlich mal was im Delta. 0,1 nämlich. Und mal sehen, hier ein bisschen weggerutscht gefühlt. Na, Delta leider auch weg, also keine Verbesserung. Hätte sich vielleicht doch mal Chancen auf Platz 20 oder Top 20 ausgerechnet. Aber kann er ja immer noch machen. Wie gesagt, 5 Minuten haben wir noch Zeit. Matthias Weggel haben wir dann für Hove Sim Racing mit der 76 im gelb-schwarzen Audi auf der 8. Position. Eine, ich glaube, doch sehr, sehr gute Positionierung für ihn. Gesamtwertung 21. Also da könnte er heute vielleicht sogar einiges an Punkten holen. Die ersten 30 holen sich hier ja Punkte. Eigentlich sehr, sehr viele. Das heißt aber, dass hier 13 Autos heute leer ausgehen werden. Berit Stranovic haben wir dann hier, auch wieder im BMW Intruder Racing Team, die 78 und auch er Richtung letzte Kurve, erwischen wir heute irgendwie alle kurz vor Ende. Aber da können wir mal gucken, ob man sich hier verbessern kann. In dem Fall ja, sieht es nicht ganz so aus, leichtes rotes Delta. Auch da fehlen zu den nächsten drei Positionen nicht so viel. Kleinere Lücke zwischen 25 und 26 aktuell. Dann haben wir einen Porsche, wieder Soapbox Racing, diesmal die 85, müsste dann der dritte des Teams sein, der Thomas Gefährt. Ja, 4,7 Sekunden. Sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn er nochmal rausfahren würde. Deswegen gehen wir mal zu Michael Haft, die 86, Freibeuter Racing Team. Auch hier noch ein schöner blauer McLaren, der jetzt hier aber nicht am Ende der Runde ist, sondern am Ende des, oder Anfang des zweiten Sektors so rum vielmehr. Hat aber leider eine ungültige Gerade. Da werden wir jetzt also keine Verbesserung sehen. Christian Sternhammer steht in der Box, die 112. Hat hier, Pflichtplatz 29 aktuell geholt, 2,7 Sekunden Rückstand. Marius Kleine-Kalmer haben wir noch mit der 199, auch ein weiterer Audi. Auch er leider auf keiner gültigen Runde aktuell unterwegs. Dann kommen wir zu einem Honda mit Patrick Schröter, er im Motorsport die 292. Da sind wir einiges an Nummern hochgegangen gerade. Auch Platz 14, 1,6 Sekunden und ein Soapbox Porsche, da geht mal ganz schön off track. Wollte da wahrscheinlich Platz machen, hat sich dabei noch Schaden geholt, würde ich mal fast behaupten. Ja, aber beim Reinfahren, Reparieren lohnt jetzt fast gar nicht mehr. Dann gehen wir nochmal zu einem AMG. Ich glaube, den ersten, den wir heute sehen, vielleicht auch der einzige. Müssen wir gleich mal schauen. Sehr, sehr schöne Farbe aber. AMG-Bus, der Eike-Bus mit der 410. Der letzte, der eine Runde gesetzt hat und eine Zeit viel mehr. 5,3 Sekunden im Delta, beziehungsweise Rückstand. Im Delta hat er gerade nichts quasi, keine gültige Runde. Dann gehen wir mal zum Luca Wieninger, Cyberside eSport, 449 auf der 6. Position. Also auch hier ein Fahrer, der doch sehr weit vorne platziert ist. Der hat eine Sekunde Rückstand, aber wir sehen ja auch vorne die Abstände sehr groß, also verhältnismäßig. Precom Monsenzer fast 4 Zehntel dahinter, nochmal 3 Zehntel. Also muss man eher so zum Verhältnis zu Platz 3, 4 sehen die Zeiten hier. Da ist es dann nicht mal mehr eine halbe Sekunde, aber da vorne irgendwie so ein bisschen wieder unter sich unterwegs. Dann haben wir noch Florian Seidel mit der 488, fährt aber kein Ferrari, sondern einen Bentley, auf Position 33 gerade gelistet. Denke mal auch nicht unbedingt, dass der jetzt noch rausfährt, wird etwas knapp. Dann kommen wir nochmal zur 555, Helder Guerra HyperX Racing Luxemburg, hier im Audi mit der 555 auf der 28. Position. Dann haben wir noch einen BMW, Jan Butch haben wir für Drone Warrior Racing auf der 19. Auch da dürfte das Qualifying soweit beendet sein. Der BMW von Patrick Till Intruder Racing Team mit der 712 auf Platz 36. Ja, diese Runde wird er sich nicht verbessern können. Eine Runde wird er gleich aber noch Zeit haben. Also schauen wir mal, vielleicht geht es da noch mal ein bisschen nach vorne.
Dann haben wir wieder einen Aston Martin, René Moldenhauer mit der 868 RM Motorsport auf Platz 14. Also der, ja, vielleicht guckt er mal so auf die Top 10 im Rennen, mal schauen. Muss er erstmal gut durchkommen hier auf der Strecke. Das ist natürlich nicht unerheblich, um hier nach vorne zu kommen. Alex Meyer für Baden GT haben wir hier auf der 4. Position. Also der hat vielleicht die Ambition, na, den Sieg weiß ich nicht. Preco ist schon sehr, sehr stark, aber auf jeden Fall mal das Podium vielleicht anzugreifen. Schauen wir mal, eine Stunde Zeit. Dann haben wir nämlich hier den Führenden in der Gesamtwertung, wie auch hier gerade mal wieder im Qualifying und im Rennen. Schauen wir mal, wie er durchkommt. Der schnellste Porsche hier auf der Strecke mit der 911, Dennis Precour, Baden GT 2023. Auch beendet das Qualifying hat der Alex Graz, Old Guys on Tour, die 967, in Aston Martin. Keine Zeit gesetzt leider, daher wird er hier von ganz hinten starten. Tino Gunkel ebenso, keine Zeit gesetzt. Weiß jetzt nicht, ob die Qualifying-Sperre hatten, vielleicht auch für Mark Racing unterwegs. Der Tino Gunkel mit der 979 im Honda. Und damit habe ich hoffentlich hier alle erwischt und keinen vergessen. Das heißt, wir können jetzt hier auf die letzten Sekunden nochmal gucken, wer denn hier vielleicht gut unterwegs ist. Jerome Eckert, der hat nämlich noch ein grünes Delta und ist gerade in der letzten Kurve. Ein BMW biegt da gerade in die Box ab. Dürfte ihn jetzt nicht sonderlich gestört haben. Mal sehen, hier 0,2 Sekunden. Da könnte es auf jeden Fall nochmal ein, zwei Startreihen nach vorne gehen. Und es geht hier auf die 20. Ja, und wir sehen es da ganz wenig. Da wirklich nur Hundertstel auf die nächsten drei Positionen. Ganz, ganz enge Geschichte. Ja, da brauchst du wirklich eine sehr saubere Runde. Ein Quersteher und zack, hast du mal ein paar Autos wieder vor dir. Aber gut, Platz 20. Mittendrin, würde ich mal sagen. Und wir gucken mal, wer ist denn jetzt hier noch unterwegs? Dürfte eigentlich keiner groß mehr auf einer Verbesserung unterwegs sein. Platz 22, der Marius. Schauen wir da mal, ob sich da nochmal was tut. Plus minus null aktuell, aber auch hier gleiche Region wie Eckert. Da brauchst du wirklich nur eineinhalb, zwei Zehntel, um tatsächlich da in die Top 20 zu fahren. Ja, Strecke hier, die ganzen schnellen Rechtskurven. Da muss man sehr viel Körper mitnehmen, um den Schwung, die Geschwindigkeit mitzunehmen. Zu viel ist dann auch wieder nicht gut, weil das Auto dann ja unruhig wird. Auch am Ausgang muss man so gucken, dass man nicht zu viel Gras mitnimmt, sonst rutscht das Auto da weg. Oder auch beim Anbremsen, dann geht das Auto geradeaus. Und ja, hier hast du eigentlich nur Wiese, keine asphaltierten Auslaufzonen. Und die Wände sind hier meistens auch nicht super weit weg. So, hier geht's auf die 20, auch er hier, ja, direkt vor Eckert, vor Jerome Eckert und breit sich damit in das sehr, sehr, sehr enge Mittelfeld ein. Und damit sollte das Qualifying beendet sein, wie es aussieht. Ja, gehen wir hier so in die Mitte, soll ich alle Autos mal raufkriegen. So, 43 Autos, mal sehen, wie viele heute auch zu Ende fahren. Ich denke mal, komplett ohne Unfälle werden wir heute eher nicht durchkommen, fürchte ich. Wäre natürlich sehr, sehr schön, aber enge Strecke, sehr viele Autos. Der Ziehharmonika-Effekt dürfte auch nicht unerheblich sein. Kurve 1, ja, kommt relativ früh, ist jetzt keine irre lange Startzielgerade. Aber gleich den Berg ab da über so eine Kuppe wird es dann gerne mal ein bisschen rutschig. So, jetzt gucken wir mal, wann das hier in die Startausstellung springt. Irgendeiner ist anscheinend noch unterwegs. Jetzt will ich mal gucken. Wer ist denn hier noch? Ah, ja. Dürfte nicht auf einer schnellen sein. Nö, ich fahre wahrscheinlich alle nur in die Box rein. So, jetzt sind wir aber in der Startausstellung und was sehen wir? Es regnet. Soll ein bisschen weniger werden. Na, bin mal gespannt, wer sich auf den Regen hier gut vorbereitet hat. Denn eben, ja, war es ja trocken. Das heißt, da musst du jetzt ein bisschen was ändern. Und hoffe ich mal, dass ihr alle Drücke für die Regenreifen irgendwie parat haben für die Temperaturen. Also das macht die Sache jetzt hier alles andere als einfacher. Strecke, wie gesagt, so schon etwas tricky. Aber jetzt bei Regen auch noch. Ey, das kann was werden, Leute. So, das wollte ich jetzt einstellen. Manufacturer brauchen wir. Dann brauchen wir die Race Gaps. Wo sind sie denn da? Einmal in die Box müssen wir. Sehr schön. Dann dürften wir das erledigt haben. Und ja, gehen mal durchs Feld. Gucken jetzt mal, wer wo startet. Richtige Kamera wäre gut. Also Dennis Precour haben wir hier auf der 1. Weit und breit der beste Porsche. Gut, so viele Porsche haben wir, glaube ich, gar nicht im Feld. Vier Stück oder sowas müssten es sein. Daher, ja, hier ganz alleine unterwegs in der Marke zumindest. Dahinter haben wir dann zwei McLarens. Einer davon ist dann der Daniel Andersen, den wir hier auf der linken Seite gleich haben. Außenseite, mal gucken, ob er da rausrutscht oder ob er von rechts vielleicht vom Precour einen mitbekommt, weil der zu weit rausrutscht. Dahinter haben wir den Stefan Mons auf der 3 im McLaren.
Dann haben wir hier den Ferrari, die 888, Alex Meyer, auch Baden GT. Dann gehen wir mal auf die 5, das ist der Jeff Ewerts im BMW. Auf der 6 haben wir den Audi von Luca Wieninger. Jan Hansel hat es hier auf die 7. Position geschafft, der bestplatzierte BMW im Feld. Matthias Weggel auf der 8. Position, mal sehen, ob er heute mal richtig Punkte mitnehmen kann. René Brey haben wir dann auf der 9 im Nissan, auch sehr schön mal im Nissan zu sehen. Chris Hayer haben wir dann wieder im McLaren auf der Position Nummer 10. Die 67, Detlef Kep, hat es direkt dahinter geschafft, auf der 11 im Honda. Auf der 12 haben wir Nick Kleefeld im bestplatzierten Lamborghini im Feld. Denny Anwand dann im 52er BMW auf der 13. René Moldenhauer haben wir im Aston Martin. Das ist auch wiederum der bestplatzierte hier seiner Marke auf der 14. Patrick Schröter haben wir auf Position 15 mit der 292. Dann haben wir Roman Tapiona, ja, mit der 56, ein Aston Martin, den wir auch sehr gut erkennen, relativ grelle Farbe auf der 16. Pierre Brückner haben wir dann im Aston Martin ebenfalls auf der 17. Daniel Arnding haben wir mit der 13 auf Platz 18 im BMW M4. Dann haben wir hier noch einen BMW, kein M4 tatsächlich, Jan Butch, habe ich vorhin gar nicht gesehen hier, sehr, sehr schön, die 666, auch ein seltenes Fabrikat, was wir da sehen. Dann haben wir den Marius Kleine-Kalmer auf der 20, im Audi mit der 199. Jerome Eckert haben wir dann im Audi auf der 21. Dahinter haben wir den nächsten Lamborghini. Das ist Michael Haaf, Freubeuter Racing Team mit der 86. Platz 23 haben wir den Rudi Geis, Intruder Racing Team. Remo Küpfer auf der 24 mit der Nummer 14 im BMW. Ferit Stranovic haben wir auf Position 25. Dann haben wir nochmal einen Honda auf der 26, Alexander Langhorst für Honda Langhorst. Falk Moritz dann im einen von, na, drei Bentleys, glaube ich, sind es. Haben wir auf der 27, Daniel Hofmann dann wieder für Hovisim Racing im Audi auf 28. Dahinter haben wir Helder Guerra, den Luxemburger, der 29. Patrick Till dahinter hat es auch noch in die Top 30 geschafft, auch ein Luxemburger. Christian Schernhammer haben wir im BMW M4 auf der 31. Carsten König auf der 32. Peter Buchholz, da haben wir den nächsten Porsche, der zweitbestplatzierte sozusagen. Ah, da hinten sind sogar noch vier, also fünf Porsche haben wir für Soapbox Racing. Florian Seidel haben wir dann im nächsten Bentley auf der 34. Alex Cruz haben wir mit der 71 auf der 35. Position. Jakob Hausinger haben wir dann im Bentley auf der 36. Friedrich Pfaffenroth hat es hier auf die 37 geschafft. Thomas Gefährt, der Teamkollege, hier auf der 38. Jürgen Hofmann haben wir dann nochmal ein BMW. Dahinter haben wir Eike Bus mit der 410. Ja, tatsächlich der einzige AMG heute. Dann haben wir auch Tino Gunkel im Honda für Mark Racing unterwegs. Ah, passt doch alles sehr gut. Dann haben wir nochmal den Porsche von Soapbox Racing. Und hinten haben wir nochmal einen Aston Martin, den Alex Graz. Die haben ja alle keine Zeit gesetzt oder durften nicht. Daher werden die hinterherfahren und mal sehen, wie das Wetter so wird. Ob die Gischt wirklich so schlimm ist, was ich mal fast vermuten möchte, so wie das hier regnet. Ja, dass die Sicht sehr, sehr schlecht sein dürfte. Das ist meistens eher das größere Problem als der Grip als solches. Genau. Daumen gedrückt hier für T1 und T2 und ja, eigentlich die ganzen Runden. Denn auch beim Nassen, wenn man da auf die Wiese kommt, dann wird es noch schlimmer, als es beim Trockenen schon ist. Beim Trockenen kriegst du die Karre ja vielleicht nochmal zurück. Aber im Nassen, da geht es dann oft geradeaus dann beim Anbremsen. Oder wenn man zu weit rausgekommen ist. So, also ab geht's in die Einführungsrunde. Sechstes Rennen sogar von 9. Also wir sind ja mehr als über die Hälfte sozusagen nach dem Rennen. Und wir wollten uns ja noch die Tabelle anschauen. Habe ich schon fast vergessen hier. Also Dennis Prekur haben wir hier jetzt sehr, sehr deutlich vorne mit 264 Punkten. Startet heute auch von der 1. Jeff Ewerts und Daniel Andersen, ja, die kämpfen hier noch um 2 und 3 in der Gesamtwertung. Die sind ja hier Andersen auf der 2, Ewerts ist hier auf der 5, da könnte also nochmal was gehen. Platz 4, 5, auch nur 5 Punkte auseinander, Brey und Mons. Mons hier startet von der 3, Brey von der 9, also da prügelt man sich auch nochmal um Platz 4 und 5. Dann haben wir nochmal eine kleinere Lücke und da wird es dann tatsächlich eng bis zum Mittelfeld oder ins Mittelfeld rein. Mit Helder Guerra, Chris Hayer und allen anderen, die ihr seht, Gibt noch mehr Fahrzeuge, aber ich habe jetzt nur die ersten 34 hier, also haben wir schon sehr, sehr viele Leute Punkte geholt, weil halt die ersten 30 Punkte bekommen. Daher sehr viele, die hier Punkte mitnehmen konnten bis jetzt.
glaube, sehr viele hier aus den Top-Platzierungen sind heute auch dabei. Ich gucke mal kurz nach. Ja, alle Top 22, glaube ich, in der Gesamtwertung sind heute auch dabei. Da kann also ein bisschen was passieren. Wie gesagt, vor allem im Mittelfeld ist es noch sehr, sehr eng. Da ist die Fluktuation positionstechnisch dann etwas größer als ganz vorne. Dennis Brekur, der hier... schaltet er es von der 1 oder 2? Okay, Anzeige spinnt gerade ein bisschen, aber Dennis Brekur müsste von der 1 starten. Ja, ist auch hier ganz vorne. Dann liegt es gerade nur an ACC TV. Wird sich aber gleich rütteln nach der ersten Zeitnahme. Moin, T-Rex. So, jetzt mal kurz gucken hier. Ja, ihr seht, die Sichtverhältnisse werden nicht sonderlich gut sein. Hier können wir es so ein bisschen erahnen. Ordentlich Spray-Entwicklung, da siehst du fast nur die weiße Wand. Also das wird gleich sehr, sehr interessant. Auf der Karte sehen wir es, wie weit das Feld gerade noch auseinander ist. Aber auch in Formation wird gleich das Feld ja sehr, sehr lang sein. Wie gesagt, 43 Autos haben wir. Sind also, ne, 42 sind es jetzt gerade. 21 Startreihen. Irgendeiner ist runter, ich weiß nicht wer. Aber egal, wir haben trotzdem genügend Autos für heute. Eine Stunde haben wir auf dem Plan, einmal in die Box. Regen soll ein bisschen weniger werden. Mal gucken, ob das hier noch trocken wird. Ich vermute eher mal nicht, wenn es in einer halben Stunde immer noch regnen soll, nur weniger. Also wird eher ein Nass- oder Regenrennen, sagt man ja. Aber konzentrieren wir uns auf den Start. Schauen wir mal, ob hier alles gut geht. Ich hoffe, drücken wir mal die Daumen. Dennis Brekur sollte hier eigentlich auf der 1 sein. Ja, wir sehen es auch, hat die Nase schon leicht vorne vor dem McLaren. Dürfte sich dann hier gleich rütteln links. Und hat auch schon ganz gut Abstand und dürfte hier als erstes in die Kurve einbiegen. Jetzt rüttelt sich es links ein bisschen. Der McLaren bleibt auf der 2 dahinter. Haben wir Mons auf der 3. Position. Auch Alex Meyer auf der 4 ist, glaube ich, alles geblieben. Weniger müsste schon eine gewonnen haben. Hier sehen wir es. Und wir gehen mal ein bisschen durchs Mittelfeld. Schauen mal, ob hier alles gut geht. Vorne auf jeden Fall keine größeren Probleme. Aber hier hinten gab es schon ein, zwei kleine Berührungen, noch keine großen Dreher. Ja, das sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Oh, der Bentley wird da ein bisschen weggedreht. Aber wahrscheinlich nur eine ganz kleine Berührung. Hat schon gereicht. Auch ein McLaren da ein bisschen auf Check. Und links sehen wir noch ein Bentley und ein Porsche. Müsste einer von Soapbox sein. Und ich weiß nicht, ob das Hausinger war, der schwarze. Ja, der schwarze Bentley ist Hausinger. Wird jetzt hier komplett durchgereicht. Ja, ganz kleine Kontakte haben wir hier gesehen. Aber auch keinen großen Massencrash bis jetzt, hoffe ich. Oh, jetzt hat es hier aber irgendwie gekracht. Wir müssen... Oh Gott, das dauert hier ewig, bis ich hier alles gescrollt habe. Irgendwann hat es erwischt, nämlich den Hansel. Gehen wir mal 30 Sekunden kurz zurück. Mal schauen, ob wir das sehen. Ein bisschen off-track gegangen hier anscheinend. Oder war da schon der Unfall? Schauen wir mal, ob hier jetzt nochmal eine Berührung gab. Oh, da kommt mal von hinten ein Honda an. Der hat mal schön den BMW da vorne gedreht und der erwischt dann nochmal einen und erwischt dann Hansel. Da ist der Unfall nämlich. Und dahinter staut sich es natürlich ordentlich. Guckt mal, dass man irgendwie vorbeikommt. Frage ist natürlich, wie viel sieht man bei dem Spray? Dass man da auch sieht, wo man vorbeikommen kann. Aber Hansel muss natürlich jetzt hier komplett warten. Auch links der grüne BMW. Das ist wahrscheinlich Anwand dann gewesen. Ja, der ist jetzt hier natürlich auch komplett durchgereicht worden. Also, da hinten hat es ein bisschen gekracht. Vorne hat sich jetzt nicht viel getan. Hier sehen wir nämlich Brekur auf der 1, Andersen auf Position Nummer 2. Auf der 3 haben wir Mons. Wie gehabt alles. Wieninger hat ein bisschen was gewonnen. Zwei Positionen sogar. Alex Meyer hat dafür eine verloren. Everts müsste eben auch eine verloren haben. Das sind nämlich die beiden Positionen, die Wieninger gewonnen hat. So, schauen wir mal. Wegel hatte auch einen ganz guten Start. Eine Position ging es hier nach vorne. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier was passiert. Hier Kurve 2. Wie gesagt, hier kann man auch mal ganz gerne angreifen. Aber im Regen ist das halt, wie gesagt, so eine Sache. Oh nein, Matthias Wegel gerade noch gelobt hier und jetzt ist hier off-track gegangen. Mal schauen, was da passiert ist. Ist hier auf dem Curb weggerutscht beim Anbremsen. Oh, der Lambo muss da außenrum einmal. Und der McLaren, der da auf die Bremse gegangen ist, musste da auch ausweichen. Beziehungsweise ist dann weg, hat sich weggedreht und wurde dann, glaube ich, nochmal getroffen. Weiß ich gar nicht, wer das genau war. War das Chris Haya? Gar nicht so einfach, bei so vielen Autos hier alles im Blick zu behalten. Da rechts sehen wir noch mehr Autos. Und dann Schröter. Auch da gehen wir mal 20 Sekunden zurück. Gucken mal, was da passiert ist. So, Wiederholung. Ah, irgendwas war da passiert. Moritz war hier irgendwo dahinter nochmal.
Was war da denn los? Aber ich weiß nicht, was da passiert ist, ob es da die Kollision gab, aber wahrscheinlich oder vielleicht auch einfach nur weggerutscht auf den Körper, haben wir heute jetzt oder jetzt eben schon ein, zwei Mal gesehen. Da kriegt er vom Porsche einen mit der Bentley. Der kleine Porsche dreht dann den Bentley weg und da gibt es auch nochmal einige kleinere Kollisionen. Ja, das kriegen wir gar nicht alles mit hier, so viele Autos, da passiert einiges. Da sehen wir noch Gefahr, der hier ein bisschen rauskommt. Kurz gelbe Flagge, dahinter ist der Teamkollege mit der 16. Und was haben wir da vorne jetzt schon wieder? Oh mein Gott, komme ich gar nicht hinterher, Leute, echt nicht. Aber es war ja leider ein bisschen abzusehen. Aber wo ist er denn jetzt hin? Patrick Till, hier war irgendwas. Hier sehen wir ihn, wie er quer steht. Und da müssen alle ausweichen. Ah, da kommt ein Porsche mal richtig reingedonnert. Das müsste Buchholz gewesen sein. Ja, damit ist zumindest die Bahn mal wieder frei, dass hier alle durch die Mitte können. Ja, aber super schwierig da hinter dieser Rechtskurve. Erstens siehst du nichts, du weißt nicht, wo er steht. Und dann bremsen ist eh zu spät. Also gar nicht mal so einfach hier alles. So, mal gucken, ob sich jetzt hier halbwegs ordnet. Ich hoffe doch. Hier sehen wir gerade Arning auf der 15. Geht hier an H vorbei, den Lamborghini-Piloten. Ich denke mal, ein oder andere wird jetzt auch schon in die Box gegangen sein. Ja, hier sehen wir schon Peter Buchholz, der da reingedonnert ist, wie er in die Box fährt. So, hier ist der Bentley von Falk Moritz auf der 36, der sich hier gerade versucht, gegen Anwand irgendwie durchzusetzen. Außenrum wird es etwas schwierig. Jetzt kommt er hier ein bisschen aufs Gras raus. Muss natürlich hier aufpassen auf dem Gas, dass er hier die Karre nicht verliert. Damit der BMW auf jeden Fall vor ihm geblieben. Dahinter haben wir Schröter und den Herrn Bus. Im AMG, für den ging es so ein bisschen nach vorne. Zwei Positionen nämlich. Muss ich aber erstmal hinter Schröter einordnen hier. So, wir schauen mal vorne. Da passiert tatsächlich relativ wenig. Preco haben wir hier auf der 1, der McLaren auf der 2. Mons. Ja, der wird hier aber gerade verfolgt von der vierten Position. Das ist nämlich der Wieninger. Für den ging es ja doch schon ein Stückchen nach vorne. Der macht sich hier sicherlich Hoffnung auf die Podiumsposition. Ah, hier kommt er sehr weit raus. Verliert das Auto aber nicht. Ja, Jeff Ewerts haben wir dahinter, der schaut sich das Ganze an. Vielleicht kann er da mal eingreifen und etwas, ja, profitieren, wenn da was passieren sollte. Guck mal ein bisschen weiter. Hier Kurve 2 jetzt im Mittelfeld natürlich auch noch alles sehr, sehr eng. Jerome Eckert hat 9 Positionen gewonnen. Scheint hier erstmal ganz gut durch den Verkehr gekommen zu sein. Matthias Weckel leider jetzt 5 verloren, nachdem er da doch ein bisschen nach vorne gekommen war. Aber dann irgendwie dann Dreher hatte einen Unfall. Bisschen zurückgespült worden. Findet sich jetzt hier in diesem wunderbaren Mittelfeld-Train wieder. So, kommen wir kurz bei Guerra rein. Der war gerade ganz, ganz dicht an Pfaffenrot dran. Das ist hier der Porsche vor ihm. Fahren wir kurz mit. Können wir uns mal einen kleinen Eindruck verschaffen, wie das Ganze hier so aussieht. Wir sehen das Wasser, das sprüht hier ordentlich hoch. Also gar nicht mal so einfache Verhältnisse. Und es soll jetzt eine halbe Stunde doch wieder mehr regnen. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es hier ja, nass bleiben wird. Sehr nass sogar. Kommen wir kurz ein paar Meter dahinter. Gunkel hinter Cruise. Hier Honda hinter dem McLaren. So, und vorne Chris Haya hat sich gerade den Moldenauer geschnappt, der gerade schon wieder eine Position verliert. Gucken wir mal kurz, was da war. Ah, ein bisschen Off-Track gekommen, da kommt Chris Haya, geht hier vorbei. Und der Audi hat auch noch ein bisschen mehr Schwung. Nutzt das Ganze hier, geht auf der Innenseite am Aston Martin vorbei. Und kann sich davor auch halten, wie es aussieht. So, dann gucken wir mal. Weggel, der kriegt hier auch ordentlich Besuch von den hinteren Positionen. Der Roman, der Daniel, der Michael, der Rudi, alle sind sie dahinter. Schön aufgereiht. Jeder guckt hier, dass er das Auto irgendwie auf der Strecke halten kann. Kein Unfall bauen ist, glaube ich, die Devise heute. Und Wieninger jetzt 2 Positionen verloren. Wir gehen zurück. Oh, jetzt ist er doch zu weit rausgekommen. Kurve 1. Und da sehen wir den Ferrari, einen Honda, Audi und einen McLaren vorbeiziehen. Das war Meier und Mons, aber den Mons will er sich... Nee, wer weiß denn das? Ah ne, es ist keine Position, das ist irgendein anderer Audi. Wahrscheinlich einer der von denen, die irgendwie schon mal in die Box rein mussten. War so eine Überrundung nur, Wieninger immer noch jetzt auf der 6. Position, von der auch gestartet war. So, Arning guckt hier am Aston Martin auf der Innenseite. Sehr, sehr später Apex in der Kurve. Daher sieht das manchmal so aus, als wenn man da mal auf die Innenseite kann. Aber dann zieht der Vordermann meistens zu. Und Brückner hatte eine gelbe Flagge. Gucken wir mal, wo er das Auto verloren hat. Ah, Klassiker an der Stelle da. Da kann man im Trockenen relativ weit rausfahren. Aber im Regen ist es halt super rutschig. Und da sehen wir auch, wie es hier leicht in die Wand ging. So, aber jetzt müssen wir ins Mittelfeld gehen. Da sehen wir auch noch Brei, der mit seinem Nissan auch etwas beschädigt aussieht. Außenrum jetzt Anwand. Mal gucken, ob es für ihn reicht. Erstmal nicht.
aber müsste jetzt hier ein, zwei Positionen verloren haben. Denke mal, der Schaden dürfte da seinen Grund haben, dass er hier nicht ganz die Pace gehen kann. Anwand jetzt direkt da im Windschatten, aber hier im mittleren Sektor anzugreifen ist schon im Trockenen schwierig. Und jetzt hier im Nassen, denke ich, wird es auch nicht einfacher sein. Mal sehen, wir fahren mal mit, aber er probiert es hier auf die nächste Kurve Innenseite. Ah, hält sich aber zurück, weiß genau, der Nissan ist auch noch da, der doch fast so weit rauskam. Bisschen unruhig gewesen. Verliert das Auto zum Glück nicht. Und dahinter sehen wir Jäkel, wie er angegriffen wird von Patrick Schröter. Wie lief es denn für ihn eigentlich? Auch nicht sonderlich gut. 20 Positionen ging es hier ja zurück. Ja, also ist jetzt irgendwie auf dem Weg, zumindest mal in die Punkte zu fahren. 5 Positionen fehlen ihm noch. Dann hat er zumindest mal so 1, 2, 3, 4 Pünktchen sich geholt. Und Haya geht gerade an dem Jan Butch vorbei. Schauen wir mal. Da sehen wir ihn, den BMW ein bisschen zu weit draußen gewesen in der zweiten Kurve und zack geht der McLaren vorbei hier mit der 38. Damit endlich mal ein Positionsgewinn im Rennen. So, gucken wir mal ein bisschen weiter. Oh, Arning hier ein bisschen off-track. Half-Wegel gehen vorbei. Das ist natürlich ganz, ganz blöd, wenn du in so einem Train irgendwie off-track gehst, dann geht dann ein ganzer Haufen an Autos vorbei. Jetzt hat er sich hier hinter Rudi Geis eingeordnet und vor Kipfer, der da ja eigentlich schneller könnte. Wie wir sehen, muss ich jetzt aber hier zurückhalten für die schnelle Rechtskurve. Hier ist er mit der Nummer 14. 6 Positionen hat der Schweizer schon gewonnen. Und da oben sehen wir Wegel. Immer noch nicht am Essen vorbeigekommen. Jetzt kommt er zu weit und Wegel muss gucken, wo kann ich vorbeigehen. Erst war der Essen ein bisschen zu weit, dann ist er weggerutscht wieder auf die Innenseite. Ja, da weißt du manchmal nicht, wo kann ich jetzt sicher vorbeigehen. Gar nicht mal so einfach. Aber richtig schöner Train hier hinten ab Position 13. Wir schauen mal hinten raus. Ja, ich hoffe, dass der Stream gut läuft. Also von meinen Werten her müsste er eigentlich flüssig laufen. Hab da jetzt keine großen Frame-Aussetzer oder irgendwas. So, Pfaffenrot hinten verliert gerade einiges an Position. Da hinten haben wir nämlich auch nochmal einen richtig schönen Train. Das Ganze angeführt von Alex Cruz. So, und Gefährten muss hier gucken. Hofmann hat er nämlich auf der Außenseite. Der sich da... Oh, was war da unten los? Cruz sah da ein bisschen merkwürdig gerade aus. Hat er einen Disconnect oder irgendwas? Sah auf jeden Fall sehr, sehr kurios aus. Hier sehen wir es. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir ist oder ob das auf der Strecke auch ist. Sieht sehr, sehr wild aus. Ja, auf jeden Fall scheint er irgendwie unterwegs zu sein, wenn auch etwas unkonventionell. Gehen wir mal zum anderen Auto. So, wo ist er denn? Der Keb, wo ist er denn? Dann kann ich ihn dir natürlich auch zeigen. Ach da, eine Position davor. So, dann ist Preko schon wieder mit der schnellsten Runde. 1:30:05, falls das jemanden interessiert. Keb hier, ja, relativ ruhig, sag ich mal. 1,5 nach vorne, 1,5 Sekunden nach hinten. Hat jetzt keinen riesen Train hier auf jeden Fall. Mal sehen, was nach vorne, was nach hinten geht. Davor die Abstände tatsächlich schon etwas größer. Also da haben wir leider keinen direkten Kampf da um die Podiumsposition aktuell. Deswegen gehen wir mal wieder ein bisschen durchs Mittelfeld durch. Der Oschai hat am Anfang ein bisschen geleckt, weil da so viele Autos auf einmal sind. Jetzt hat es sich ja ein bisschen auseinandergezogen. Dann läuft es wahrscheinlich ein bisschen besser. Brücken hat nämlich gerade hier eine gelbe Flagge gehabt. Schauen wir da mal zurück. Ah, hier sehen wir es. Vielleicht irgendwo das Auto ein bisschen verloren da oben am Exit oder so. Zu viel Curb mitgenommen. Das geht hier super schnell. Hat sich jetzt auf der 24 wieder eingeordnet. So, was war bei Keb los? Der hat gerade auch ordentlich verloren. Wir gehen da mal zurück. Kaum haben wir dann weggeschaltet. Oh, verliert hier auch das Auto. Kann, glaube ich, die Wand vermeiden, wie es aussieht. Aber wir sehen jetzt hier, gehen auch nochmal 1, 2, 3 Autos vorbei. Von der 7 war, glaube ich, jetzt auf die 9. Position. Also Klefeld und Haya müssten vorbeigegangen sein. Der Lamborghini und der McLaren. Gucken wir mal. Gut, jetzt direkt dahinter. Da unten der BMW ist Platz 41, das ist keine direkte Position. Das ist der Patrick Till hier, der aber auch schon zweimal in der Box war tatsächlich, weil da wahrscheinlich eine SG30 dabei war. Wir haben zwei SG30s für die 5. Das ist Buchholz und die, ja, 720 Patrick Till. Also die waren einmal zum Reparieren rein und dabei eine SG30 geholt, daher hier so weit zurück gefallen. Ah, ärgerlich. So, 247 Minuten und das Feld hat sich schon gut auseinandergezogen. Oh nein, Wegel schon wieder mit einer gelben Flagge. Was denn da passiert?
Oh, er fliegt auch ordentlich ab. Aber zum Glück ist da mal ein bisschen Auslaufzone, dass man nicht direkt in die Wand geht. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Muss man nicht so lange in der Box stehen. Verliert natürlich jetzt hier wieder. Ja, insgesamt 12 Positionen. Also Top-10-Platzierung scheint jetzt etwas in Ferne gerückt zu sein. In die Ferne. Wo es vorhin auch ganz gut aussah nach den ersten paar Runden. So, gucken wir mal zum AMG. Der kämpft hier gegen einen Bentley. Der andere Bentley dahinter ein bisschen off-track. Der Moritz da prüft einmal, ob da noch alles in Ordnung ist auf der Wiese. Aber zurück on track, würde ich mal behaupten. Da ist er wieder und wir schauen mal, ob der Eike sich jetzt hier den Bentley schnappen kann. Auf die 29 würde es gehen. Von der 40 gestartet und da passiert es auch. Das war relativ einfach. Aber für Eike ging es auch gut nach vorne. So, Hausinger, wie gesagt, bisschen off-track gegangen. Verliert jetzt hier gegen Bruce und Moritz, hier den Bentley-Kollegen, die Position. Hintergrund sehen wir Klaus Jekyll, der natürlich da jetzt auch wieder ein bisschen näher rangekommen ist. Kommen wir mal zu hinten. Pierre Brückner. Oh, kaum schalte ich hin, gibt es hier die Kollision anscheinend. Gehen wir mal kurz zurück, was genau passiert ist. BMW verlieren hier beide gleichzeitig das Auto. Also die haben da keine Kollision gehabt. Dennis Pekko mit der 30-2 nochmal ein paar Zehntel rausgeholt. Ja, schön hinterhergefahren und beide das Auto auf dem Außenkörper verloren. Jetzt geht es hier aber zusammen weiter. Patrick Till haben wir dahinter jetzt auf der 40. Position. So, Rudi Geis hat sich gerade den Daniel Arning anscheinend geschnappt. Gucken, ob wir das Replay reinbekommen. Ah, wahrscheinlich auch da wieder hat der Vordermann einen kleinen Fehler gemacht. Geht sehr, sehr schnell. So, und Langhorst hatte gerade auch kurz eine gelbe Flagge. Hier sehen wir es. Da kommt er wieder auf der 20. Position zurück auf die Strecke. Zwei, drei Positionen müssten da auch wieder vorbeigegangen sein. Ja, gar nicht so einfach, hier überhaupt das Auto auf der Strecke zu halten. Geschweige denn hier mal einen ordentlichen Zweikampf zu führen. Gucken wir hier zum BMW. Langhorst fährt jetzt nämlich auch rein. Ja, wird der eine oder andere etwas früher in die Box reingehen müssen als gedacht. Wir haben auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Autos jetzt, die schon in der Box waren, beziehungsweise jetzt gerade in der Box sind. Aber gut, mit den Regenreifen kann man noch besser, glaube ich, eine Stunde durchfahren als mit den Trockenreifen. Vor allem, wenn du hier doch eher vorsichtig fahren musst oder fahren willst, um das Auto nicht zu verlieren. Da werden die Reifen nicht ganz so beansprucht, sage ich mal. So, Falk Moritz. Die gewinnen natürlich gerade die Position, weil Langhorst in der Box ist. Der schnappt sich jetzt hier vielleicht den Porsche-Piloten, der Gefährt. Gucken wir mal hinten raus. Dann sehen wir noch den AMG und der Bentley, der da vorhin ja ein bisschen off-track war. Jetzt ist er bereits wieder am AMG direkt dran. Also vielleicht sehen wir da hinten gleich auch nochmal ein Duell. Haben das Ganze hier schön im Blick. Während es da ja, Richtung Top 15 auch nochmal interessant werden könnte. Rudi Geis hatte einige Autos hinter sich. Auch nochmal so ein kleiner Train. Da können wir gleich mal hingehen, schauen jetzt erstmal, wie hier alle durch die Kurve kommen. Und ich glaube, der Moritz dürfte jetzt hier vorbeigegangen sein. Kommt hier deutlich besser durch diese Kurve. Muss er nur mal gucken, nicht, dass es hier den Gegenangriff vom Porsche gibt, wovon ich mal nicht ausgehe. Erstens ist er dann doch jetzt doch ein Tick zu weit weg. Zweitens, wie gesagt, hier im mittleren Abschnitt ist das sehr, sehr schwierig, da mal reinzuhalten. Haben es ja vorhin gesehen, da waren wir ja onboard dabei. Diese Rechtskurve hier kann man mal auf die Innenseite gehen, aber muss damit rechnen, dass der Vordermann zuzieht, weil er sonst die Kurve nicht bekommt. So, der AMG jetzt hier, ja, muss ich entweder verteidigen gegen den Bentley oder kann jetzt hier vielleicht den Porsche angreifen. Wägelt schon wieder mit einer gelben Flagge, aber das schauen wir uns jetzt mal nicht an, haben wir schon zweimal gesehen. Aber hier Position 27, 28, 29, 30, sehen wir hier im Bild schön eng zusammen. Vorne sind die Abstände doch sehr, sehr groß inzwischen, muss man fast sagen. Also ist bei Butch los. Oh, der BMW steht hier mitten auf der Wiese rum. Wahrscheinlich auch ein Fahrfehler. Ein Kontaktanzeiger habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, muss aufpassen, dass man hier ordentlich auf die Strecke kommt. Macht er auch auf der 15. Position. Rudi Geis ist noch vorbeigehuscht, der sich jetzt hier ja, vielleicht ein bisschen absetzen kann und dann leicht Richtung Michael Haaf den Abstand verkürzt. So, gucken wir mal Patrick Schröter. Oh, kommt noch ein Nissan. Dachte schon, er fährt da drauf. Ja, gar nicht so einfach hier. Gar nicht so einfach alles. So. Ja, wie gesagt, hier vorne sehen wir jetzt die Abstände mal gar nicht so spannend. 7 Sekunden, 8 Sekunden, 3, 7, 2, 5. Also Kleefeld-Haier ist hier noch fast das engste Duell vorne. Eckert und Moldenhauer 10 und 11 hätten wir vielleicht noch im Angebot.
Sehen wir jetzt hier die beiden Autos. Anders haben wir Geist und Butch. Butch jetzt hier außenrum. Nachdem er da den kleinen Off-Track hatte, versucht er jetzt hier auch wieder Position gut zu machen. Aber außenrum wird es natürlich hier schwierig. Bleibt aber hier wunderbar im Windschatten dran. Wir fahren mal beim Geist mit. Der bleibt ja auch schon auf der Innenseite der BMW auf der Außenseite. Ja, kann jetzt nur spekulieren, dass Geist vielleicht ein bisschen überschießt und er auf der Innenseite für die nächste Kurve angreift. Aber das macht der Aston Martin Pilot nicht. Der kann hier wunderbar die Linie halten, die Geschwindigkeit mitnehmen und damit auf der Innenseite bleiben. BMW muss dementsprechend hier den weiten Weg gehen. Und da wird es dann doch eher schwierig. Rutscht er sogar noch ein bisschen weg. Aber Rudi Geist hält sich hier erstmal auf der 14. Position. Zwei Positionen davor gibt es kurz eine gelbe Flagge der Roman. Ja, dürfte aber schon wieder unterwegs sein. Also ich denke mal, hier die beiden werden jetzt nicht am Aston Martin vorne vorbeigehen. Ein paar Sekunden sind es bis dahin ja auch noch. Aber wir sehen, wie der BMW eigentlich viel, viel besser rauskommt. Precourt mit einer weiteren schnellsten Runde. 30-1-4-7 gefahren. Und jetzt der BMW auf der Außenseite, auf der Ideallinie sozusagen. Aber die Nase noch leicht dahinter. Wird also auch hier wieder schwierig. Versucht das. Nee, geht lieber dahinter. Aber vielleicht kann er hier den Druck schön groß halten. Vielleicht kann er Rudi Geist ja zwingen, ein bisschen weiter innen anzufahren. Um, wie gesagt, dann im oder am Ausgang auf die Innenseite zu gehen von der Kurve. Aber muss natürlich selber aufpassen, da nicht off-track zu gehen. Da ist nämlich hier der Kollege, der Stranovic auf der 16 im M4, der natürlich das Ganze ausnutzen möchte, schaut sich das an, ja, und hofft natürlich, dass die sich schön behaken, dass er da die Lücke nutzen kann und vielleicht mit mehr Geschwindigkeit aus der Kurve heraus vorbeizieht. Vielleicht jetzt hier auf der Start-Ziel-Geraden. Wir sind jetzt hier in der letzten Kurve. Mal sehen, ob der BMW hier wieder besser rauskommt. Das Riesenschiff hier. Ja, jetzt ist er doch einen Tick zu weit weg, fürchte ich mal, wenn wir da mal mitfahren. Kann er noch nicht angreifen. Ja, also das ist eine spannende Sache. Spannend ist es aber auch hier. Auch jetzt Anfahrt, letzte Kurve. Seidel, Hofmann und Brey haben wir hier 21 bis 23. Ein schönes Dreierpack haben wir da. Wenn Langhorst hinten auf die 35 vorgefahren ist, hat den kleinen Kalmar überholt. Aber hier gucken wir mal, ob der Bentley sich wehren kann gegen ein Audi und gegen einen Nissan. Wie gesagt, der Nissan scheint etwas beschädigt zu sein. Oh, jetzt kommt der Bentley zu weit raus und der Audi dürfte auf der Innenseite eigentlich sich die Position holen können. Mal gucken, der Nissan zieht wahrscheinlich hinterher. Brey kann hier sich den Bentley auch schnappen. Wunderbar auf die 22. Ja, ist aber auch nicht so ein Riesengrund zur Freude. Wir sehen es hier, 13 Positionen hat er insgesamt verloren. Weil deine Hofmann lief deutlich besser und wer ist da abgeflogen? War das Pierre Brückner? Ja, Pierre Brückner hier, der Aston auf der 37. Der war bereits schon einmal in der Box, also ist noch nicht ganz Box und Stopp bereinigt hier. Und auch kleine Keimer sehen wir hier gerade noch, wie er von der Wiese runterkommt auf die Strecke. Und da gehen noch ein paar Autos vorbei. Das ist das andere Duell, was wir da vorhin gesehen haben. So, Anwand hier auch am Bentley dran von Seidel. Fahren wir doch mal mit, gucken mal. Immer noch Spray-Entwicklung wahrscheinlich. Ah, jetzt hier bei uns können wir eigentlich ganz gut was sehen. Also man fährt hier nicht komplett blind, muss man sagen. Oh nein, jetzt ist er zu weit rausgekommen, der Bentley, und Anwand damit vorbei. Auf die 23. So, jetzt ist... Butch ist nicht vorbeigekommen. Ich wollte gerade sagen, auch ein gelbes Auto, aber das ist immer die gleiche Position. Nur, dass der Ferret jetzt hier am BMW dran ist und nicht der M6 am Rudi Geist im Aston Martin da vorne. Ja, so ist das im Train. Manchmal muss ich nach vorne, manchmal eher nach hinten orientieren. Aber wir sehen hier, manchmal erwischt der eine eine Kurve besser, manchmal der andere. Gucken wir mal kurz bei Haaf rein. Denn der ist hier wunderbar am Aston Martin von Tapione dran. Kein Vorbeikommen auf regulärem Wege. Oh, Rudi Geist. Der gerade Position verloren. Ja, der muss einiges verloren haben gerade. Ah, irgendwo hat er wahrscheinlich einen kleinen Fehler gehabt. Wir sehen auf jeden Fall Butch, Stranovic und Kipfer sind vorbeigegangen. Kipfer ist hier der BMW. Also drei Positionen verloren. Oh, was ist jetzt bei den vorne los? Nee, noch nix. Vielleicht waren die gerade nebeneinander. Wir gehen mal Danny Anwand. Genau, den hatten wir eben schon. Was haben wir hier noch? Jan Hansel haben wir auf der 37. An Pierre Brückner dran. Ja, da haben wir noch ein paar Autos davor, das sind aber auch keine direkten Positionen. Also sind das, Rückrundung, Position 1 oder ja, Überrundung vielmehr waren das dann. Da sehen wir nämlich Position 1 den Dennis Precourt, da ist er nämlich, der sich jetzt hier das
den Weg durchs Feldbahn sozusagen. Ja, auch das muss natürlich gut gehen für ihn. Er macht hier Lichthupe, aber klar, wo willst du jetzt groß hinfahren? Das ist halt keine sehr breite Strecke. Aber jetzt denke ich mal, hier kann man den Gegner vielleicht vorbeilassen. Spätestens auf der Stadtzielgeraden sollte sich Dennis Pecco hier vorbeidrücken können. Am Bentley, hier Innenseite, kann er jetzt vorbeiziehen. Ja, Moritz Falk, Falk Moritz, so rum ist das nämlich. Aber der hat natürlich auch ein bisschen Druck, weil der Carsten König und der Eike Bus natürlich jetzt auch nicht super weit weg sind. Will natürlich da nicht so viel Zeit verlieren durch die Überrundung. Da sind nämlich die nächsten schon. Ja, ordentlich Verkehr, wie wir hier sehen. Haben wir noch alle Autos dabei. 42, jawohl. Buchholz gerade an Kleine vorbeigegangen. Hier erste Kurve am Audi-Piloten. So, Alex Cruz, der steht schon sehr lange in der Box, also da war wahrscheinlich, keine Ahnung, Disconnect oder irgendwas die Richtung. Der steht hier schon sehr lange, weiß nicht, ob er nochmal weiterfahren will oder kann oder darf. So, der Lambo immer noch nicht am Aston vorbeigekommen. Da waren wir vorhin schon mal drauf. Das behalten wir im Auge. So, Seidel jetzt hier einiges verloren. Gucken wir mal. Oh ja, hier auch der ganze Tross vorbeigegangen, auf der 25 unterwegs. König und Moritz waren das nämlich hier. Ja, damit haben wir fast alle drei Bentleys hier direkt hintereinander. Und Carsten König sehen wir da oben noch. Da gab es anscheinend mit Hansel ein Problem. Oh, das war aber, glaube ich, eine Überrundung. Oh nein, da trifft da, glaube ich, den Hansel, ne? Ja, Hansel ist hier links der zartblaue BMW gewesen. Das war bei einer Überrundung. Oh, jetzt geht hier doch ein Honda weit. Position, ist das 36. Ne, war ein anderer, aber gleiche Farbe. Ja, wir sehen auch die Überrundung gar nicht mal so leicht hier. So, jetzt, Schröter. Schröter haben wir hier auf der 37, den Honda. Jetzt gegen Hansel, der eben da involviert war in der Kollision. Kann sich jetzt aber hier vor Schröter noch halten, der jetzt hier wieder auf die Innenseite geht. Mal sehen, ob er Kurve 1 reinhalten kann. Denn Hansel hat natürlich auch Beschädigung, wie wir hier sehen, an der Motorhaube am BMW. Aber kann hier normale Rennlinie erstmal fahren. Oh, jetzt der BMW davor. Bisschen langsam. Die beiden waren ja kollidiert. Oh nein, es kollidieren schon wieder. Aber diesmal, glaube ich, umgekehrt. Und oh, da wird fast noch der Porsche mitgenommen. Also die beiden BMWs, ja, werden in dem Rennen zumindest keine Freunde mehr, würde ich mal behaupten. König und Hansel heute jetzt schon zweimal kollidiert. Mehr oder weniger innerhalb von einer Runde sozusagen. So, König steht immer noch in der Kurve hier. Ja, wird ihn natürlich ärgern. Hat ihn jetzt ordentlich zurückgeworfen auf die 29. Ist er nämlich jetzt zurückgefallen. So, wir gucken mal vorne. Verpassen wir da was? Eckart Keep hätten wir hier im Angebot. Ja, Keep immer noch auf der 9, hatte vorhin da einen kleinen Fehler, war ja eigentlich auf der 7 unterwegs. Jetzt könnte Jerome Eckert ihm hier die 9. Position streitig machen. Wäre zwar immer noch Top 10, aber Moldenhauer sehen wir da oben gerade noch im Bildausschnitt. Der Aston Martin ist jetzt auch nicht so weit weg. Könnte also vielleicht nochmal außerhalb der Top 10 gehen. Hoffen wir natürlich nicht. Aber erstmal kann den Audi hinter sich halten. So, Rudi Geis. Dahinter haben wir ein BMW, das ist aber auch keine Position. Gar nicht, wer das genau ist. Irgendein BMW von weiter hinten, nehme ich mal an. Oder ist es einer, der ihn überrundet? Gucken, die Nummer 13, wenn ich es richtig gesehen habe. Das müsste Daniel Arning sein. Ja, auf der 34. Position. Ja, schon einiges durcheinander geworfen, so die ein oder anderen Unfälle. Eine oder andere verfrühte Box zu stoppen, da muss man ein bisschen gucken, wer hier wo unterwegs ist. Aber noch haben wir alle auf dem Server, auch wenn Alex Cruz wahrscheinlich nicht mehr weiterfahren wird. Oh, jetzt hat Hofmann nur noch Till. Ich weiß nicht, ob die da zusammengestoßen sind oder war das unabhängig voneinander. Schauen wir mal kurz. Ist das Hofmann direkt davor? Oh, oh, das sieht nach einer Kollision aus. Gucken wir mal, ob Patrick Till da vielleicht nicht ausweichen konnte. Wir sehen nämlich Hofmann. Oh, rutscht da weg und trifft den Patrick Till, die hier beide dann doch deutlich hier von der Strecke rutschen. Ah, da reichen wirklich kleine Berührungen und zack, verlierst du hier die Karre. Und ja, manchmal reißt du noch mit einem ins Verderben leider. Haben wir schon ein paar Positionen gesehen. Moin Track Focus, moin moin.
So, jetzt haben wir gleich die Hälfte rum und ja, das Feld beruhigt sich nur stellenweise, muss man sagen. Haben noch einige Duelle und Kampfgruppen. Ihr seht es dann in Abständen links. Nur ganz vorne, da tut sich nicht so viel. Können wir ganz kurz hier durchschalten. Preko haben wir auf der 1 mit 7 Sekunden. Andersen haben wir auf der 2. Dann haben wir schon 15 Sekunden Vorsprung zu Alex Meyer, der von der 4 gestartet ist. Hat mit Stefan Monz nämlich getauscht. Hier geht gerade am Soapbox Porsche mit der 18 vorbei. Kleefeld hat man nochmal 11 Sekunden. Da ist das erste richtige Duell wieder. Kleefeld und Haya. Na, mal sehen, vielleicht geht da nochmal was. Dann haben wir schon wieder eine größere Lücke. Nämlich Wieninger bringt nochmal so ein paar Autos mit. Da oben sehen wir sie alle. Gucken jetzt aber nochmal hier durch die Zweikämpfe. Rudi Geis, also fährt gerade in die Box rein. Der AMG wird jetzt hier die Position übernehmen. Seidel und Hausinger hätten wir dann hier 23-24. Bentley gegen Bentley. Alle drei Bentleys im Feld sogar positionstechnisch hintereinander. Zwei sogar hier im Zweikampf. Auch ein seltener Anblick. So, fahren wir mal mit hier. Gucken wir mal. Kleiner BMW-Tross hier von 13 bis 16. Remo Kipfer, der einiges an Position gewonnen hat. Ich glaube, es soll eine 9 sein. Ist hier vielleicht an der 14 dran. Hinter ihm sehen wir noch einen BMW, aber das ist keine Position, wie gesagt. Also ist hier tatsächlich nur im Zweikampf Ministranovic vor sich beschäftigt. Weiß gar nicht, wer ist denn das dahinter? 32 war das, glaube ich, ne? Genau, Arning war das. Ja, der war ja auch schon in der Box. War schon in der Box, der Daniel dahinter. Hat vielleicht frischere Reifen. Könnte sein, dass er deswegen da so gut mithalten kann. Die Kollegen hier waren ja noch nicht drin. Was schon mal ein ganz gutes Zeichen dafür ist, dass sie sich aus größerem Tumult raushalten konnten und keine größeren Unfälle hatten. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt hier auf die Halbzeit zu und da könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere dann reingehen wird. Vielleicht sogar Reifen wechselt. Mal schauen. Alle, die bis jetzt drin waren, haben, glaube ich, soweit auch repariert. Größtenteils zumindest. Von daher kann ich da nicht sagen, ob da Reifen gewechselt wurden oder nicht. So, hier haben wir zwei Teamkollegen direkt hintereinander. Das ist Klaus Jäkel. Davor haben wir Thomas Schäfert. Die beiden Porsche hier. Ja, mit der gleichen Livery, sehr gut zu erkennen. Und dann gibt es ja noch einen dritten. Weiß gar nicht, wo der jetzt ist. Ja, mal sehen, wie sie sich hier ordnen werden. So, Mons kommt jetzt in die Box rein. Sag ja, zur Halbzeit wird es wahrscheinlich ein bisschen voller werden. In der Boxengasse schauen wir mal, ob hier irgendeiner reinfährt. Eckert bleibt draußen. Moldenhauer dahinter bleibt draußen. Gucken wir mal hier beim M6. Jan Butch auf der 13. Ja, davor ist der Lambo, der tatsächlich ein bisschen abreißen musste hier vom Aston Martin, vom Roman. Aber auch die bleiben alle noch draußen. So, René Brey, 0,4 Sekunden an Arning dran, das ist hier der BMW, während auf der Innenseite Platz 14 vorbeigehen will zum Überrunden. Oh nein, jetzt kommt er hier Kurve 1 ein bisschen zu weit raus. Ja, zum Glück kommt er hier sehr schnell auf den Asphalt zurück, aber hat jetzt auch nicht so viel Zeit gekostet, denke ich mal, denn der Daniel muss jetzt hier den Everts, müsste das sein, ja, vorbeilassen demnächst. Da gibt es auch schon die Lichthupe. Everts möchte da unbedingt jetzt mal vorbei. Ah, 5 Sekunden hat er zu Stranovic, aber er war schon in der Box, der Everts. Tatsächlich. Also ist noch nicht so ganz Boxstopp bereinigt. Aber werden mehr und mehr in der Box. Ihr seht es links, Hofmann, Seidel, Kipfer sind drin. Bus ist drin, Hofmann, Cruz. Ja gut, der ist sowieso drin. Gucken, wann die hier vorne reingehen. Da fehlen auf jeden Fall noch so einige. Aber wir sehen den Meier. Alex Meier ist reingefahren. Hier der Ferrari, dahinter dem Bentley ist er. Sehen wir nicht so ganz. Ja, mal sehen, wann der Dennis reinkommt. 6 Sekunden Vorsprung, also der kann sich einen Reifenwechsel auf jeden Fall leisten. Kann sich sogar einen relativ schlechten Boxenstopp leisten. Wird er nicht machen wollen, denn du kannst hier tatsächlich alles an Puffer gebrauchen, bei den Bedingungen sowieso. Da kannst du dir vielleicht mal einen kleinen Rutscher leisten. Geht im Porsche dann ja auch nochmal schneller vielleicht. Jetzt trifft er hier auf die 16. Position. Das ist nämlich Stefan Monz, der ja bereits in der Box war eben. Davor haben wir, glaube ich, einen Hove Sim Racing Audi. Weiß gar nicht welcher, gibt ja auch ein paar mehr davon. Mal sehen, ob er jetzt sich hier... Ups, wer steht denn da? Wer steht denn da? Das ist der René Brey, der Nissan. Ah ja, er hat hier anscheinend das Auto verloren oder gab es da eine Kollision? Wir gucken mal 30 Sekunden zurück.
weil Arning ist da auch mit einer Kollisionsanzeige unterwegs. Das könnte der BMW hier auf der Innenseite sein. Mal sehen, die Nummer 13, ja. Ah, ich glaube, da gab es die ganz gleiche Berührung. Das hat gereicht, um den Nissan hier ja, wegzudrehen. Eigentlich relativ unspektakulär, aber die Folgen waren dann doch sehr groß. Ah, schade für ihn. Muss natürlich jetzt erstmal gucken, wo hier eine Lücke ist, dass er hier wieder auf die Strecke kann. Da sieht er nämlich, da kommen nochmal BMWs, noch ein McLaren. Und wird natürlich jetzt hier wahrscheinlich einiges an Zeit verlieren. Hat es inzwischen aber in die Box geschafft. Kann hier reparieren, tanken, frische Reifen raufpacken. Guerra derweil auch nochmal mit einem kleinen Dreher. Schauen wir mal. Klassisch hier beim Anbremsen oder beim Eingang der Kurve auf dem Curb weggerutscht. Für ihn geht es aber relativ zügig weiter. Ja, ein ereignisreiches Rennen auf jeden Fall. Hier sehen wir nämlich den nächsten kleinen Ausflug, die 199. Kleine Kalmer haben wir hier auf der 39. Bisschen off-track unterwegs. Hat jetzt 4-5 Sekunden zu Buchholz. Das ist hier der nächste Soap. Ah ne, das ist genau die beiden Soapbox-Porsche hier. Immer noch hintereinander. Ja, leider auch noch außerhalb der Punkte. Da fehlen leider noch so 7-8 Positionen, dass man da Punkte holen kann. Zumindest mal Buchholz. Ich glaube, der Teamkollege dahinter ist gar nicht auf der Strecke direkt dahinter. 38 und 20. Ah ja, siehst du. Der Klaus Jäkel nämlich, der hat es in die Punkte geschafft. Also der könnte fürs Team auf jeden Fall heute ein bisschen was holen. Sehr schön. So, Kipfer und Geis. Kipfer und Weggel. Geis ist nochmal 3 Sekunden davor. Haben wir jetzt hier im Zweikampf. Die waren nämlich auch schon in der Box. Also die beiden kämpfen auf jeden Fall hier um diese Position. Welche das Boxenstopp bereinigt ist, müssen wir mal gucken. Dürfte aber irgendwas hier um Platz 20 dann sein. Also BMW gegen Audi. Und Weggel sieht zumindest hier noch ein bisschen demoliert aus. Hoffen wir mal, was er repariert. Hat er repariert? Nee, ich glaube nicht. Laut Boxenstandzeit würde ich fast behaupten, dass er nicht repariert hat, wenn er was zum Reparieren gehabt hätte. Aber sieht nicht ganz heil aus. Ja, also gucken wir mal. Weggel gegen den BMW dahinter. Hier der Teamkollege, das ist keine direkte Position der Honda. Hat jetzt also erstmal ganz kurz etwas Luft. Komm, ich ihn angeklickt hier. Detlef Kepp ist das nämlich auf der 5. Also der wird ihn jetzt hier irgendwie hoffentlich mal vorbeilassen. Wäre ganz gut für die Teamwertung auf jeden Fall. Hier in der Kurve bietet sich's an, verliert man nicht ganz so viel Zeit. Und da sind die beiden jetzt wieder direkt im Zweikampf. Da sehen wir nämlich Weggel. Wo ist er? Da, gegen Kipfer. Ja, Kipfer guckt schon mal ein bisschen auf der Innenseite. Aber ich denke, jetzt nach über einer halben Stunde wird man schon mal wissen, wo man bei den Bedingungen vielleicht angreifen kann. Oder, ja, wo vielleicht auch nicht. Vor allem auch, wo der Vordermann vielleicht seine Schwächen hat. Vielleicht merkt man das ja mal, dass er vielleicht in der und der Kurve ein bisschen langsamer ist oder da mal Probleme hat mit dem Curb, dass er da wegrutscht. Und da kann man dann vielleicht mal sein Glück probieren. Jetzt müssen wir mal ein bisschen durchgucken. Haya noch nicht in der Box gewesen gegen Mons. Also keine richtiger Zweikampf, muss man sagen. Ist nicht Boxenstopp bereinigt. Platz 27 dahinter drückt auch wieder. Das ist wieder der Arning. Also, und da sehen wir Guerra neben der Strecke. Da rechts der Audi ist das. Auf der 27. Position. Arning gewinnt damit diese Position. So, gucken wir mal hier. Der BMW auch noch nicht in der Box gewesen. So wie die ersten 8 Positionen. Ah ja, Sternhammer 11-12 war noch nicht drin. Jäger auf der 17. War, glaube ich, auch noch nicht drin. Platz 23 war noch nicht drin und 25. Das sind also die, die noch fehlen. Die bleiben relativ lange draußen. Wie gesagt, mit den Regenreifen geht das vielleicht noch mal eher als mit den Trockenreifen. Oh, Gugger hat jetzt hinten verloren, sehe ich gerade. Da müssen wir natürlich hinschalten. Gucken wir nochmal 30 Sekunden zurück. Gucken mal, ob wir da mitkriegen, was passiert ist. Er war noch nicht in der Box. Kann auch sein, dass er da die anderen vorbeigelassen hat quasi, weil das ohnehin nicht Boxenstopp bereinigt ist. Oder vielleicht hat er auch einen Fehler gemacht. Schauen wir mal. Müsste jetzt hier gleich irgendwo passiert sein. Oder es war ein Anzeigefehler. Kann auch manchmal auch passieren. So, da ist der BMW von Anwand. Ah, der hat sich aber aus der Box raus hier vorne halten können. Hier verliert er so ein bisschen das Auto, aber dann ist nichts groß passiert. Also doch nichts Aufregendes sozusagen.
So, Evers hat sich gerade Stanovic geschnappt, aber das dürfte auch ja keine richtige Position gewesen sein, weil der Ferit, den wir hier sehen, noch nicht in der Box war. Macht dann meistens jetzt nicht so Sinn, sich absolut zu verteidigen. Apropos Box, Dennis Preko, der auch ja ganz vorne die Boxengasse hat, tatsächlich war sehr, sehr schnell auf dem Server. Der fährt jetzt hier mit durchdrehenden Reifen aus der Box raus, kann sehr früh hier aus Gas gehen, dürfte nachher wieder auf die erste Position gehen, kommt jetzt hinter oder neben dem AMG auf der 32 raus. Na, ich denke mal, da wird nächste Kurve aber direkt vorbeigelassen werden. Nehme ich jetzt einfach mal an. Schauen wir mal. Blaue Flaggen gibt es auf jeden Fall schon, hier rechts sehen wir es und da geht Dennis Preko vorbei. Erstmal auf der dritten Position, Daniel Andersen provisorisch die Pole Position übernommen. Wird sich, wie gesagt, natürlich gleich ändern, genauso wie der Lambo von Nick Kleefeld nicht tatsächlich auf der zweiten Position unterwegs ist. Wird natürlich jetzt hier mit 10 Positionsgewinn angezeigt, wird sich nochmal etwas reduzieren, während Moritz, Falke Moritz, so rum, nochmal einen kleinen Off-Track-Cut. Diesmal war es der innere Curb, der am Trocknen ist ja auch schon sehr, sehr ruppig, darf man auch nicht zu viel mitnehmen. Hier ist er aber einfach weggerutscht mit den linken Reifen. Hat, glaube ich, jetzt nichts groß gekostet. 8-9 Sekunden nach vorne, 15 nach hinten. So, Klaus Jäkel jetzt in die, nee, aus der Box raus auf der 26. Da kommt der Ferrari vom Meier vorbei. Und war das der M6, M4? Irgendein BMW auf jeden Fall. Ne, der M6 ist hier. Butch auf der 7. Hinter dem Lambo. Der hinter... Ne, nicht hinter Kep direkt. Das ist auch eine Überrundung. Da sehen wir es auch. Da geht es nämlich vorbei an Gunkel, ist das nämlich. Aber hier haben wir einen schönen Zweikampf um 6 und 7. So, Daniel Andersen auf der 2 geht rein. Preko wird damit gleich auf die 2 gehen. Mal gucken, wann Kleefeld reinkommt. 20 Minuten haben wir nur noch. Und ja, es fällt jetzt doch gut auseinander oder verteilt sozusagen. Es ist ja doch relativ eng hier an der einen oder anderen Stelle. Bergelkipfer haben wir immer noch. Was ist bei Brückner los? Hier muss irgendwas gerade passiert sein. Schauen wir mal kurz. Hier sehen wir nämlich Hansel und Bus hier. Hansel und Bus in der Reihenfolge nämlich. Ich weiß nicht, ob der Hansel repariert hat. Ich denke mal ja. Sieht jetzt hier nicht so aus. Ist aber nur ein Anzeigefehler. Der stand nämlich 46 Sekunden in der Box. Das wird auf jeden Fall eine Reparatur gewesen sein. So, jetzt gucken wir aber mal. Der Remo und der Matthias im Zweikampf hier. Mal sehen. Ist einer der engsten Duelle tatsächlich auf der Strecke gerade, wenn ich das so richtig sehe. Ich guck mal ganz hinten kurz. Da haben wir noch König und Brückner auf 33 und 34. Da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz hinschalten. Da sind wir, sehen wir sie nämlich beide. So, ich weiß nicht, das ist schon wieder Kugel da rechts, der Honda. Müsste sein. Oh, da gibt es eine kleine Berührung mit dem Honda. Ja, alles gut gegangen. Bleibt hier auf der Strecke, König. Der Brückner wird sich freuen. Hat jetzt ein bisschen Luft nach hinten. Der war eben schon ganz, ganz dicht dran, der BMW. So, da müsste Evers, glaube ich, jetzt auch noch hier überrunden. Der blaue BMW, da kommt noch ein BMW an. Also richtig viel Verkehr hier, Überrundungsverkehr hauptsächlich. Aber man wird sich hier halbwegs einig. So, gucken wir mal. Genau, Evers haben wir, wie gesagt, hier auf der 8. Auch nicht so groß die Abstände. Eine Sekunde nach hinten, zwei nach vorne. 6 und 7 auch noch relativ dicht zusammen. Kleefeld jetzt reingefahren. Damit haben wir Dennis Preko jetzt auch offiziell wieder auf der 1. Daniel Andersen auf der 2. So, Wieniger muss nochmal reinkommen. Schöner Drift hier, Kurve 2. Detlef Kep direkt dahinter, aber der muss auch nochmal reinkommen. Das könnte nochmal spannend werden, wer von beiden da einen besseren Boxenstopp hinlegt. Dann haben wir Harf, der nochmal in die Box muss. Und Jeff Evers, der ist bereits durch. Der dürfte jetzt nochmal demnächst ein bisschen was gewinnen an Position, wenn die da vorne, wie gesagt, zum Boxenstopp reinkommen. So, gucken wir kurz hier. Jetzt der Bentley wieder am AMG vorbeigegangen. Hansel, sehen wir da oben. Brust muss da irgendwie einen Fehler gehabt haben. Hat jetzt hier ein, zwei Positionen verloren. Von hinten, da kommt der Nächste an mit einer Lichthupe, weil er hier vorbei möchte zum Überrunden. 76 war das, glaube ich. Also muss man echt hier den Überblick behalten. Und ja, dabei die Karre noch auf der Strecke. So, oh, Wieniger jetzt hier schon wieder mit einem Fehler. Haben wir eben schon im Drift gesehen. Und diesmal, ja, zu weit rausgekommen. Da verliert er das Heck. Aber ich glaube, die Wand kann auch er hier vermeiden. Und bleibt sogar halbwegs auf der Strecke. Also verliert jetzt nicht super viel Zeit. Aber ärgert ihn natürlich trotzdem. Mal sehen, ob er jetzt hier gleich reinkommt.
Da muss er erstmal irgendwie am Bentley vorbei. Auch ein bisschen Off-Track da mit den rechten Reifen. Mal sehen, ob er jetzt hier abbiegt oder ob er noch weiter fährt. Vielleicht ist da irgendwas mit den Reifen, drücken nicht, obwohl dann wäre er wahrscheinlich früher reingekommen. Aber jetzt kommt er hier zum Boxenstopp. Da aufpassen, nicht in die Wand fahren, Pitlimiter rein. Eine DT haben wir übrigens auch schon wieder gehabt, die 888 war das, Alex Meyer. Ah, der war doch eigentlich auch etwas weiter vorne positioniert. Das ärgert ihn, denke ich mal, auch ordentlich. Hat sich eine DT geholt. Und die 46 hatte noch eine SG30, sehe ich gerade. Das war der Falk Moritz, hier der Bentley. So, kleine Keimer. Ein bisschen off-track. Auf der anderen Seite der Strecke. Wir bleiben aber, na, nicht hier, sondern bei Kipfer vielleicht wieder. Da, ja, hat man schön 2-3-Kampf und die müssen ja alle irgendwie durch den Verkehr zusammengehen. Oh, da geht's Three White fast vorbei hier an der 36, am Platz 36. Das ist hier der Audi von Kleine Keimer, der gerade die gelbe Flagge kurz hatte. Also, das ist nicht einfach durch den Verkehr, wenn man hier sogar noch im 2-3-4-Kampf ist. Also, Weckel, Hofmann, Kipfer, Anwand sind hier ja gerade mal eine Sekunde auseinander. Da kann dann so eine schlechte Situation bei der Überrunde natürlich nochmal ausschlaggebend sein. So, das ist noch Boost, das ist auch eine Überrundung. Der BMW geht vorbei und Hansel sehen wir hier rechts vielleicht noch im Bild. Da ist er off-track. Verliert er jetzt gegen Moritz und Boost. Also, hier musst du wirklich auch zur letzten Sekunde oder letzten Kurve wirklich konzentriert bleiben. Denn der Regen, ja, wird auf jeden Fall nicht weniger, eher sogar noch mehr, glaube ich. Also, regnet gerade schon wieder sehr, sehr heftig. Ist auch, ja, nicht wirklich kühler geworden oder wärmer. Ich glaube, 1 Grad ist die Strecke abgekühlt. So, Ewerts Haf, gut, hat sie erledigt, Haf fährt gerade rein. Aber Alex Meyer, der pace-technisch wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne unterwegs wäre ohne die DT, ja, ist jetzt hier an Schernhammer dran, der auch noch nicht in der Box war tatsächlich. Also sollte eigentlich kein Problem sein, vorbeizugehen. Der dürfte sich jetzt nicht unbedingt wehren, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja, aber hergeben einfach jetzt auch nicht angesagt. Mal sehen, vielleicht biegt er jetzt ja sowieso ab. Ja gut, dann hat sich sowieso erledigt. Also Alex Meyer jetzt auf die 8. Position wieder. Und damit, ja, nur noch der Keep vorne, der in die Box rein muss. Alle anderen da vorne waren noch. Tino Gunkel fehlt nur noch. Und damit war es das eigentlich, ja. Aber doch der eine oder andere, der etwas später reingekommen ist jetzt. So, teamintern haben wir hier tatsächlich jetzt ein Duell zwischen Weggel und Hofmann. Die beiden Hovesim Racing Piloten, die beiden Audis. Farblich etwas anders abgesetzt hier. Einmal gelb, einmal so ein Türkis oder was das ist. Ja, schauen wir mal. Sind hier auf jeden Fall dick in den Punkten drin. Was heißt dick? Mittendrin auf jeden Fall. Die ersten 30 bekommen ja. Also werden hier auf jeden Fall versuchen, möglichst sich nicht gegenseitig allzu sehr zu beeinflussen. Beeinflussen könnte die beiden aber der Anwand im BMW dahinter. Und Kipfel natürlich auch. Der ist noch dazwischen. Die beiden BMWs können vielleicht die beiden Audis nochmal ärgern. Gucken wir mal. Relativ enge Gruppe noch verhältnismäßig. Falk, Moritz haben wir auf der 30. Jagt noch den Pfaffenrot hier. Mal wieder ein Bentley gegen einen Porsche. Ja, ist hier auf der letzten Punkteplatzierung sozusagen. 8 Sekunden zu 31. Aber möchte jetzt hier seine Punkte, ich glaube, verdoppeln. Sogar 1 auf 2 wahrscheinlich. Wenn er hier am Porsche vorbeikommt, dann gibt es die leichte Berührung außenrum. Nichts Wildes. Das kann aber hier der Weggel ist das, glaube ich, jetzt, ne? Ausnutzen geht schon mal vorbei. Mal sehen, ob sein Teamkollege jetzt auch noch vorbeiziehen kann, der Hofmann. Denke mal, auf der nächsten Geraden, die da gleich kommt, sollte man das bewerkstelligen können. So, Patrick Schröter, auch schon lange in der Box, fährt nicht mehr weiter. Den Nissan, den wir in der letzten Kurve vorhin gesehen haben, dürfte auch nicht mehr weiterfahren. Und auch Alex Cruz direkt dahinter sehen wir. Die haben wir leider auch nicht mehr auf der Strecke, damit Peter Buchholz. Der letzte, der hier aktiv unterwegs ist, auf der 39. Position. Genau, die 666 hat auch eine SG30 bekommen. Hier ist er nämlich, der M6. Ja, jetzt hat er aber Ruhe, muss man sagen. Also verhältnismäßig, wie gesagt, 5 nach vorne, 3 nach hinten. Ja, schade. Das hat natürlich auch ordentlich Zeit gekostet. So, vorne hat sich auch alles weiter geordnet sozusagen. Keep fehlt, wie gesagt, noch mit dem Boxenstopp. Damit dürfte Ewerts auf der 3 sein. Mons auf der 4. Und Kleefeld dürfte wahrscheinlich auch noch vorbeigehen. Weiß nicht, ob Alex Meyer noch vorbeigehen wird. Der ist jetzt auch nicht super weit weg. Nochmal 3 Sekunden nur. So, Wieninger und Moldenhauer.
Und Eckart auf Platz 10, der hier unten am Bildrand vielleicht auch noch irgendwo auftaucht. Da hinten ist er, der Audi. Der hofft natürlich jetzt auch, dass hier was passiert. Und da passiert auf jeden Fall mal was. Weniger geht jetzt hier außen auf die Außenseite von Moldenhauer. Wird sich jetzt aber erstmal zurückziehen. Oh nein, der trifft den Essen ordentlich. Der Essen wird natürlich dadurch rausgestupst. Und ja, wie gesagt, Weniger, Eckart kann das Ganze ausnutzen. Geht jetzt hier vorbei. Zwei Positionsgewinne von der 10 auf die 8. Das dürfte ihm ganz gut schmecken. Der René wird das jetzt nicht so doll finden. Luca findet das wahrscheinlich auch nicht so doll, dass er jetzt hier vielleicht auch noch ein bisschen Schaden mitgenommen hat. Ja, damit hat sich das hier relativ schnell erledigt. Zumindest mal für Eckart, der jetzt hier 1,3 Sekunden Vorsprung hat. Mal sehen, ob er auch wegfahren kann. Nach vorne hat er ja doch deutlich Platz. Wir sehen es auf der Karte, aber auch abstandstechnisch 22 Sekunden zu Alex Meyer zum Ferrari. So, Tino Gunkel ist jetzt auch mal reingefahren. Aber wir gehen zu Platz 20. Anwan Scheren haben wir immer noch hintereinander. Kipfer der andere BMW davor. Dazwischen noch ein Bentley. Die Bentley ist doch eher weiter hinten platziert heute. Ab Position 25, 27 und 30. Oh, Weniger jetzt schon wieder neben dem Aston Martin auf der anderen Seite, aber auch wieder Außenseite. Mal sehen, ob er sich daneben halten kann. Hat er vielleicht ein bisschen mehr Traktion. Sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Jetzt kommt aber nochmal die Linkskurve den Berg hoch. Nase leicht vorne, kann er jetzt die Tür zumachen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also Moldenhauer, ja, ich weiß nicht, ob er nicht konnte, aber sah jetzt nicht so aus, als wenn er da alles reinhalten wollte. Weniger jetzt hier doch dann vorbeigekommen auf der Außenseite. Position Nummer 9. Ja, und Eckart jetzt, ja, immer noch eine Sekunde davor. Also könnte sein, dass er nochmal vom Audi-Kollegen ein bisschen Besuch bekommt, während der M6 hinten mit einer gelben Flagge unterwegs war. Ui, aber ordentlich abgeflogen hier. Aber da ist auch ordentlich Geschwindigkeit drauf. Wenn der Sack einmal kommt, dann geht's geradeaus. Der Audi konnte da zum Glück auch vorbeigehen. Elder Guerra müsste das gewesen sein. HyperX Racing Luxemburg, die 555. Achso, haben wir doch gar nicht eingeblendet. Hier die Position Deltas. Lohnt sich vielleicht jetzt mal so 10 Minuten vor Ende des Rennens. Gehen wir kurz ein bisschen nach vorne. Da, ja, ganz vorne hat sich nicht so viel getan. Die ersten beiden sind gleich geblieben. Kep, ja, noch mit 8 Positionsgewinn. Wird sie aber zum Teil wieder verlieren, da, wenn er in der Box ist. Aber sehen auch Haaf, Sanovic, 11, 13. Sehr viele Positionen gewonnen. Hofmann auf der 17. Scherenhammer auf der 20. 25, 26 haben ordentlich gewonnen. Aber auch einige Verlierer. Weggel unter anderem auf der 16, 8 verloren. Ja, also ging für einige gut nach vorne, für einige auch gut nach hinten. Nur ganz vorne, da ist es dann doch geblieben, wie es ist. 10 Sekunden inzwischen, der Abstand zwischen 1 und 2. Precourt ist auf dem Weg, sich hier den 5. Sieg im 6. Rennen zu holen. Ich glaube, da wird keiner mehr, ja, groß was mitreden können in der Meisterschaft, außer letzten 4 Rennen holt er gar keine Punkte und irgendeiner holt ganz viel Siege oder so. Keine Ahnung. Müsste man mal durchrechnen. Aber ist da doch relativ auf der sicheren Seite. So, auf der sicheren Seite ist Jerome Eckart allerdings gar nicht, denn der Audi-Kollege, wie gesagt, ist jetzt sehr, sehr gut rangekommen, kann sich vom Aston Martin hinten absetzen und ja, probiert jetzt hier irgendwie am Kollegen vorbeizukommen. Viel weiter nach vorne wird es dann wahrscheinlich nicht mehr gehen. Das wird also die Aufgabe des Renns sein, den Jerome ein bisschen, ja, unter Druck zu setzen. Beziehungsweise das macht er schon. Aber wir sehen auch, wie das Wasser immer noch schön hochsprüht. Regen, ja, immer noch sehr, sehr stark. Aber vielleicht sind wir jetzt mal dabei auf der Start-Ziel-Geraden. Vielleicht kann er da ja mal angreifen. Bleibt hier auf jeden Fall wunderbar dran. Scherenhammer mit einer gelben Flagge. Wir sehen es auf der Karte. Mal gucken, ob er dann die Position verliert gegen Langhorst wahrscheinlich. Auf der 21. Ah, ne, hat gereicht, glaube ich, um davor zu bleiben. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier den Angriff gibt. Ja, ein paar Meter ist er noch dahinter. Das wird nicht reichen, auch hier im Windschatten nicht. Nee, bremst sogar noch einen Tick früher. Wie gesagt, in der Hoffnung vielleicht, dass der Vordermann sich vertut, was sogar hier der Fall ist. Eckart rutscht hier leicht, na doch, deutlich weg jetzt. Ganz langsam hat er sich weggedreht. Moldenhauer geht noch vorbei. Also die beiden Positionen, die er geschenkt bekommen hat, sind jetzt dann wieder futsch. Ja, so schnell kann es gehen. Gewonnen, dann wieder alles verloren. Moldenhauer, wie gesagt, jetzt auch da vorbeigegangen. So, Arning verliert gerade auch gegen Guerra und Butch die beiden Positionen, weil er hier einen Dreher hat. Nächster Dreher, Jan Hansel, oder was ist hier los? Gerade etwas langsam unterwegs. Ah, rutscht aus, so leicht weg am Exit. Aber das Auto dreht sich wieder zurück. Hat nur Geschwindigkeit im Prinzip verloren. Kann also möglichst zügig weiterfahren. Dabei hier noch die Überrundung
Und Platz 15 war das, glaube ich, Rudi Geis, der gelbe Aston Martin da vorne. Konnte damit gleich nochmal abwickeln, wenn auch unfreiwillig. Aber das hatte zum Glück mal keine größeren Konsequenzen. So, kaum schaltet zum M6, fliegt er schon wieder ab. Der war nämlich gerade ganz, ganz dicht dran am Vordermann. Jetzt ist Arning nämlich vorbeigezogen. Und auch Hausinger. Hier der Bentley gewinnt wieder eine Position, 12 insgesamt. Guck mal, gerade vorne waren die jetzt alle in der Box. Nee, Detlef Kiep immer noch nicht drin gewesen. Also der kommt ja anscheinend ganz zum Ende. Das heißt, er wird dann auch keine Reifen wechseln. Ja, mal gucken, ob sich das für ihn auszahlt, dass er so lange draußen geblieben ist. So, Seidel jetzt wieder unterwegs und immer noch unterwegs. Ah, nee, ich habe gerade mit dem M6 verwechselt. Ähnliche Farbe. Aber der Bentley jetzt hier hinter dem Porsche. Ach, er muss Reifen wechseln, okay. So, aber auch hier gibt es noch kein Vorbeikommen. Das Riesenschiff gegen den kleinen Porsche hier. So, vorne, ja, 11 und 12 ist noch 1,5 Sekunden auseinander davor. Alles sehr, sehr ruhig. Ganz hinten auch sehr, sehr ruhig. Hier im Mittelfeld, wie gesagt, haben wir jetzt noch ein, zwei Positionen vielleicht, die nochmal umkämpft sind. So, Position 11 kommt da, glaube ich, gerade um die Ecke. Das ist Michael Haaf, der jetzt hier den Bentley überrunden möchte. Sollte jetzt ganz gut funktionieren. So, jetzt gucken wir hier. Hier haben wir noch Langhorst und Schernhammer im Duell. Haben wir auch alle Autos auf dem Server soweit? Ja. Oh nein, was da passiert? Schernhammer, komm, guck ich mal weg. Oh, und da rauscht nochmal ordentlich der Porsche rein. Wer war das denn? Pfaffenroth müsste das sein. Da wurde auf jeden Fall vom Honda hier berührt und dann ist Pfaffenroth da nochmal reingedüst. Eieiei. Ja, zum KMB bin ich ganz getroffen, aber er selber dürfte ein relativ beschädigtes Auto haben. Gunkel, oh, müsste, ja, gerade aus der Box kommen. Jan Hansel jetzt auch nochmal auf Track. Also, wie gesagt, auch in den letzten Runden geht es hier nochmal, oder immer noch zur Sache, auch hier ganz leicht weggerutscht. Kann das Auto aber gut abfangen. Ja, also kannst du hier echt nicht sicher sein, dass du auf der Position bist, auch wenn du ein paar Sekunden Vorsprung hast. Ein Fehler. Schern haben wir schon wieder. Ja gut, dürfte wahrscheinlich ein bisschen Schaden gehabt haben. Auch hier kommt das Heck. Vielleicht nicht mehr ganz so viel Abtrieb auf der Hinterachse, wie es aussieht. Oder vielleicht die Reifentemperaturen durch den Rutscher ein bisschen erhöht. Ja, auf der 24 immer noch 7 Positionsgewinne. Aber er hätte wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne landen können. Aber wie gesagt, bis zur letzten Kurve musst du hier dein Auto auf der Strecke halten, wenn du deine Position halten willst. Detlef Kiep jetzt in die Box reingefahren. Damit haben wir jetzt tatsächlich alle mal in der Box gesehen. Mal gucken, wo er dann wieder rauskommt. Da unten links sehen wir ihn nämlich. Wird er wahrscheinlich jetzt an denen vorbei, die abgestellt haben. Damit haben wir Everts jetzt offiziell auch wieder auf dem Podium. Das sollte auch dabei bleiben, würde ich mal behaupten. Monster ist immer in 7 Sekunden weg. Aber klar, ein Fehler von Everts und der McLaren könnte da schon wieder kommen. So, jetzt ist es hier nicht passiert. Ich glaube, der Lambo war vorhin im ersten Stint sozusagen am Aston Martin dran. Der war aber schon zwischendurch wieder vorbei. Jetzt ist der Aston wieder vorbei am Lambo. Also wieder die alte Reihenfolge hergestellt. Ja, sehr ärgerlich, aber auch wieder ein eigener Fahrfehler in dem Fall. Haben wir mehr gesehen heute als direkte Unfälle, aber von denen hatten wir auch ein paar. Schön, haben wir schon wieder auf Track. Ja, der versucht hier, glaube ich, seine Karre nur noch nach Hause zu bringen. Der M6 hier, Butch, hat Position 24 zumindest mal wiederholen können. So, Seidel immer noch nicht am Porsche vorbei. Platz 26. Was haben wir hier? Ein Vorfall Guerra mit Langhorst. Auch mit der gelben Flagge. Aber ich glaube, das hatte keinen direkten Zusammenhang. Sah jetzt nicht so aus. So. So, Weggel scheint gerade am Teamkollegen vorbeigegangen zu sein. Oh ja, da ist der Teamkollege ein bisschen off-track. Oh, muss er nochmal aufpassen, dass er seinen Weggel hier weg macht. Ja, und Anwand jetzt immer noch dahinter. Also die beiden Audis und der BMW sind hier nach den Boxenstopps immer schön zusammen, mehr oder weniger. Mal sehen, wer jetzt hier wen verteidigen muss. Offenbar muss Hofmann sich jetzt hier verteidigen. Bleibt schon etwas weiter in. Kiep müsste derweil gerade aus der Box gekommen sein. Wahrscheinlich vor der Gruppe hier. So, hier hoffentlich nicht wegrutschen. Da sehen wir auch schon ein paar Reifenspuren von dem einen oder anderen Dreher. So, wo ist denn der Detlef Kiep rausgekommen?
Auf der 7. Auf der 7 ist er rausgekommen. Ja, 4 Positionen insgesamt gewonnen. Also hat sich das Rennen gelohnt für ihn. In die Top 10 reingefahren. Ja, darf keinen Fehler machen, denn der Audi von Wieninger ist jetzt nur 2 Sekunden dahinter. Müssen wir mal kurz gucken. Anwand hat jetzt hier gerade Hofmann angreifen können und überholen können. Also den ersten Hovesim Racing Audi hat er sich geholt. Ja, vielleicht holt er sich den Weggel. Schauen wir mal. 3 Minuten aber nur noch. Ist nicht mehr so viel Zeit. Erste gerade in die nächste Runde gegangen. Sind also noch, müssen wir mal überlegen. Na, 2 Runden ganz knapp wahrscheinlich. Vielleicht 3. Na, eher 2. Fahren hier ja so 1,5 Minuten. Ne, müssen dann 2 Runden noch sein. Und der Rest von dieser hier. Ja, also die 3 können nochmal spannend sein. Das ist mit Kipfer los. Oh, ein bisschen Off-Track hier. Hat zumindest ein bisschen Luft nach hinten. Also wird jetzt keine Position verlieren. Der Bentley auch nochmal ein bisschen rausgekommen. Und Brückner und Buß. Oh, Buß ein bisschen rausgekommen. Viele Autos auf einmal rausgekommen. Brückner ist aber jetzt hier vorbei auf die 29. Auch nur leichte Schadensbegrenzung. War ja von der 17 gestartet. Also kein gutes Rennen. Ja, 1, 2 Pünktchen, glaube ich, nimmt dann nochmal mit hier auf der 29, wenn es dabei bleibt natürlich. Aber wir müssen wieder zu dem Dreikampf gehen hier. Der BMW, ja, zwischen ganzen Hovesim Racing Audis. Dahinter ist noch ein McLaren. Das müsste Mons sein, glaube ich, auf der 4. Der will natürlich jetzt hier irgendwie auch nochmal vorbei. Denke mal, da wird jetzt auch nicht mehr viel gehen. 6 Sekunden hat er nach vorne, 18 nach hinten. Kann also sich hier leisten, sich ein bisschen zurückzuhalten, vielleicht hier aus dem Dreikampf. Aber ja, ist natürlich nicht so einfach, wenn du deutlich schneller kannst. Gehen wir vielleicht auf Weggel wieder drauf. Schau mal nach hinten, ob es hier irgendwo Angriffe gibt. Wir sehen auf jeden Fall, die Sicht ist nicht die allergeilste. So, jetzt geht's auch in die letzte Runde. Ja, passt sogar 15 Sekunden. Nach Ablauf der Zeit werden wir hier in die Ziel- oder über die Ziellinie fahren. Oh, leichter Quersteher hier von Anwand. Und da kann jetzt Hofmann vielleicht fast profitieren. Hat zumindest mal rausgeguckt da auf der Innenseite. Hofft natürlich irgendwie, dass er nochmal eine Position gewinnt. Jetzt lässt er den Stefan erstmal vorbei, den McLaren. Na, damit ein bisschen natürliche Zeit verloren. Aber wir müssen auch auf 7 und 8 gucken. Wie gesagt, Detlef Kiep. Eben erst aus der Box gekommen vor 1, 2 Runden. Auch hier ein, SES Motorsport Sachsen ist er, aber auch ein Honda. Und da oben sehen wir noch ein 35er Porsche. Bisschen Off-Track, Scheren haben wir wieder ein bisschen. Gelbe Flagge, das ist ja der beschädigte BMW, der gut durchgereicht wurde, wie es aussieht, auf die 30 jetzt. Aber hier 7, 8, auch nochmal sehr, sehr spannend. 17, 18, da waren wir eben. 20, 22, 23 eng, 25, 26 eng. Brent Sweats, ja, Tamo, genau. So, jetzt sehen wir weniger außenrum, ob das funktioniert. Oh, jetzt kommt er aufs Gras. Jetzt muss er erstmal gucken, dass er die Karre auch gerade hält. Sieht aber erstmal gut aus. Aber ich denke mal, das wird schwierig. Der erste paar Meter weiter davor und schon wieder ein bisschen off-track. Wird also jetzt in die letzten Kurven reingehen. Ich denke mal, es wird nichts mehr. Dennis Preko gewinnt mal wieder, muss man sagen. Wird sich, wie gesagt, den 5. Sieg im 6. Rennen holen. Werden wir noch einen BMW da auf der Wiese sehen. Aber herzlichen Glückwunsch an Dennis Brekur. Auch ein sehr unspektakuläres Rennen, zumindest mal zweikampftechnisch. Daniel Andersen holt sich Position 2. Auch er wieder sehr weit vorne mit dabei, wie gehabt eigentlich. Jeder McLaren auf dem Podium. Und wir haben eine 3. Marke auf dem Podium. Der Jeff Ewerts, der Luxemburger. Ja, der hat aber noch eine 1/2 Runde vor sich. Wird hier aber voraussichtlich auf der Position ins Ziel kommen. Guck mal kurz, Detlef Kiep hat sich hier vor Wieninger retten können. Müssen nochmal kurz bei Anwand und Hofmann und Weggel gucken. Da ist die Sache noch nicht gegessen. Der BMW immer noch zwischen den beiden Audis eingeklemmt. Jetzt nicht zu weit rauskommen hier. Oh, da kann jetzt Hofmann nochmal angreifen vielleicht. Reicht dann doch nicht mehr. So, Hoffnung letzte Kurve sozusagen. So, jetzt braucht er nochmal auf der Innenseite ein bisschen kurz Taram, wollte ich sagen. Aber ich glaube, der Anwand hält sich da vor. Wir schalten mal drauf. Jawohl, das müsste dabei bleiben. Damit Anwand auf der 17, Hofmann auf Position 18. Chris Haya mit einer Sekunde hinter Stranovic ins Ziel gekommen. So, Ewerts jetzt auch übers Ziel. Stefan Mons haben wir hier auf der 4. Position. Defeld auf der 5. So, was haben wir hinten noch? Ah ja, da haben wir noch einen Zweikampf tatsächlich. Brückner gegen Moritz. Aber ich glaube, da passiert auch nichts mehr. Behaupte ich mal fast. Für Brückner lief es auch nicht sonderlich gut. Für Moritz, ja, eine Position verloren. Geht noch. Bleibt auch dabei. Und damit, glaube ich, zweikampftechnisch haben wir alles abgebacken.
Gucken mal, wer ist noch unterwegs. René Brey steht ja in der Box. Damit sind, glaube ich, alle drin. Ja, alle drin soweit. Haben wir es geschafft. Was ein Rennen. Ja, alle auf dem Server geblieben. Einer ist, glaube ich, gar nicht gestartet. Drei haben wir leider in der Box sozusagen verloren. Aber 39 Autos sind ins Ziel gekommen. Manche, ja, heil. Manche weniger heil, muss man sagen. Hier sehen wir sie alle im Hintergrund. Und wir gehen ganz kurz ins Studio rüber. So, letzte Eindrücke da. Ja, was für ein Rennen. Viele, viele Autos, knapp über 40. Hier das noch bei doch sehr, sehr starkem Regen. Haben da wahrscheinlich die Hälfte gar nicht mitbekommen, vor allem in der Startphase. Einige Kollisionen, auch viele, viele Ausritte, eigene Fehler gemacht. Also da konntest du nicht sicher sein, dass du deine Position behältst. Vielleicht gewinnst du auch mal eine. Wie gesagt, fehlerfrei bleiben. Haben auch einige geschafft, würde ich sagen. Vor allem vorne. Ich glaube, das sind die, die fehlerfrei geblieben sind, daher sehr weit vorne gelandet sind. So, jetzt gucke ich mal, wohin wir raiden können. Weiter geht's übrigens, lass mich mal kurz gucken, in Spa, in 2 Wochen dann. Das drittletzte Rennen. Ja, mal gucken, wie das Wetter da wird. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Dann haben wir noch Kyalami und noch Imola zum Schluss dann in 4 bzw. 6 Wochen müsste das dann sein. Und dann haben wir alle 9 Rennen hinter uns gebracht für diese Season. Aber geht dann weiter, nächste Season, ich weiß gar nicht wann genau, schauen wir dann mal. Jetzt gucke ich erstmal, wohin wir raiden könnten. Waffenrot war nicht in der Box, okay, habe ich gar nicht gesehen. Na, hier könnten wir mal wieder hingehen. Da gehen wir mal hin. Gehen wir nicht zum Randale-Jan gehen wir rüber. So, mit meiner Kamera muss ich mal gucken. Wie gesagt, habe ein komisches Update irgendwie mit Nvidia, deswegen sieht das irgendwie kacke aus gerade. Ja, aber gucke ich gleich mal. Danke für die Follows, die noch reingekommen sind übrigens. Und danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Schönes Rennen hier. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Morgen Abend geht schon weiter. 6 Stunden bei RDC auf Kyalami. Und am Wochenende nochmal 24 Stunden Watkins Glen bei LFM. Seht ihr auch zum großen Teil oder zum kleinen Teil, je nachdem, hier auf dem Kanal. Wie gesagt, dann morgen 18 Uhr, glaube ich, geht's los. Schaltet gerne ein, wenn ihr mögt. Und wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.